Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder 2 Stunden mit dem Kreativen zusammen. Diesmal Dennis Schuster, alias Dexter the Weird. Herzlich willkommen. Und wer uns auf YouTube sieht, bitte einfach auf adobelive.com gehen. Denn da könnt ihr dann mit diskutieren. Wir haben den Chat mit dabei. Wir haben die Möglichkeit, dass ihr an dem Contest teilnehmt, mit dabei. Da gibt es wirklich Optionen, dass ihr da auch wirklich live dran teilnehmen könnt. Also einfach auf adobelive.com. Und dann seid ihr mit dabei. Vielleicht auch nochmal kurz als Info. Wir werden die nächsten 3 Tage jetzt immer um diese gleiche Uhrzeit 2 Stunden mit Dennis verbringen. Und werden auch die 3 Tage eine Arbeit anschauen, aber eben ganz unterschiedlich da herangehen. Heute schauen wir erstmal an, was Dennis eigentlich so macht, woher er kommt. Dass wir da wirklich mal ein bisschen Einblick bekommen in den Workflow von Dennis. Und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal. Gerne. Dann würde ich gerade mal deinen Computer freischalten, dass man auf die Behance-Seite schauen kann. Schön hier zu sein. Mein Name ist Dennis Schuster und ich habe so einen leichten Graffiti-Background und aus dem Grund arbeite ich unter dem Alias DXTR, also Dexter ohne die E's. Und genau, ich bin freiberuflicher Illustrator, lebe und arbeite in Berlin, habe dort mein Atelier und versuche aber neben der Illustration auch noch ziemlich viel freie Kunst zu machen. Das heißt, ich arbeite auch auf Leinwand ziemlich viel oder ich mache ziemlich viele große Bandaufträge oder was heißt Aufträge, aber auch einfach viele, viele freie Sachen. Genau. Sehr schön. Ich habe mich eben schon gefragt, weil ich habe dann natürlich mal geguckt, Dennis Schuster. Und ich habe dann eigentlich wirklich immer nur Dexter gefunden. Mhm. Eben dann alles, was jetzt perfekt ist. Mhm. Dafür ist er da. Und ich habe mich dann gefragt, warum du eigentlich keine Website hast. Ach so, das fand ich ganz interessant. Ja. Und dann hattest du eben... Das ist tatsächlich ziemlich interessant, weil ich Social Media schon ziemlich lange benutze, muss ich sagen. Mhm. Und Behance auch sehr lange. Und das funktioniert einfach ziemlich gut bei mir. Also ich muss sagen, eigentlich sobald ich irgendwie wieder was bei Behance veröffentliche, dann kommen auch die neuen Auftraggeber. Und ich kriege einfach auch ganz andere Klickzahlen, jetzt sage ich mal, jetzt zum Beispiel bei Instagram oder bei, also selbst über Instagram kommen Jobs mittlerweile rein. Und Wahnsinn. Bei Behance ist eigentlich immer noch die beste Plattform für mich und meine Arbeit. Also das ist ein ganz toller Punkt, weil das, glaube ich, bei vielen noch gar nicht so in den Köpfen ist, dass die diese Möglichkeit wirklich so viel ermöglicht. Also dass man noch nicht mal eine eigene Website eigentlich braucht, sondern dass das ausreicht, dass man dann seine Jobs bekommt. Es sieht natürlich professioneller aus mit der eigenen Website, natürlich. Und es fragen auch viele Leute nach, warum hast du keine und so. Aber ich bin direkt nach dem Studium, also ich habe Grafikdesign studiert in Düsseldorf, lange Zeit auch. Ich habe 8 Jahre in Düsseldorf gelebt. Und ich bin da direkt so reingerutscht. Also ich hatte, während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, kamen schon Kunden wie K2 Snowboards um die Ecke. Wahnsinn. Dann kam direkt Nike um die Ecke und mit Nike habe ich dann zum Beispiel, ich weiß nicht, sieht man meinen Screen hier? Genau, da können wir gleich mal ganz kurz was zeigen. Mit Nike habe ich sehr lange zusammengearbeitet, super viele so T-Shirt-Designs. Also ich bin eigentlich Character-Designer. Und die haben super viel Character Designs und T-Shirts und Poster und was nicht alles gemacht. Mhm. Das ist jetzt hier, von wann ist das? Das ist 2012 gewesen. Mhm. Also ich habe ungefähr 5 Jahre mit denen zusammengearbeitet. Gute 30 Projekte oder so insgesamt. Und aus dem Grund ist eigentlich auch kaum Zeit irgendwie. Und ich beschäftige mich tatsächlich ausschließlich mit dem Zeichnen. Und dementsprechend habe ich keine Lust, mich mit Codes oder so auseinanderzusetzen. Ja, das ist super. Also, gerade heutzutage funktioniert es ja natürlich auch in Social Media. Ja, weil ich auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch so das Problem hatte, ich habe eigentlich jetzt keine Zeit, aber ich lege schon los, weil eben schon die ersten Projekte kamen. Und toll, das ist oder? Eben immer, das ist ein Traum. Also ich meine, das wünscht man jedem. Bin dann eben nicht drum gekommen. Also ich musste dann schon eben eine Webseite anlegen. Ja gut, in deinem Fall ist es mal ein bisschen was anderes. Bei mir reizt sich mal irgendein buntes Bild und dann ist es im Netz und irgendwie erfreut es die Leute manchmal. Ja, aber das ist echt gut. So kann man Social Media perfekt nutzen und solche Plattformen wie jetzt eben Behance. Genau. Was kann ich euch zeigen? Also es sind mittlerweile, hat sich da ein bisschen was angesammelt. Das ist ganz schön hier.
Das ist aus 2015. Ich mache halt so, ja, also umso verrückter, desto besser in meinem Fall. Mhm. Und auch unglaublich unrealistisch. Also realistische Zeichnungen findet man bei mir zum Beispiel eigentlich nicht so richtig. Das ist ein sehr schön, also eins meiner Lieblingsposter. Mhm. Da geht es um die Kreativität an sich. Also das war ein Job für eine Agentur aus San Francisco, mit denen ich ziemlich viel zusammenarbeite, haben wir tolle Projekte bereits realisiert für Amnesty International und so weiter. Mhm. Und die hatten mich gefragt, ich sollte ein Poster designen, zum Beispiel mit dem Quote: "Creativity is a positive form of stress." Mhm. Und dementsprechend sieht man hier diesen Kopf, der so aufplatzt, da sieht man dann das Skelett quasi noch und innen drin sitzt halt so dieser kreative Affe, der halt immer so, genau. Hier kommt auch schon die erste Frage zu deinen größten Einflüssen und Inspirationen. Baby, was sind deine größten Einflüsse bzw. Inspirationen? Das kann ich ziemlich einfach beantworten. Also ich bin seit 2011 in einem Kollektiv, das sich The Weird nennt, deswegen Dexter The Weird. Und dieses Kollektiv besteht aus 10 Illustratoren, Künstlern, Grafikdesignern, manche malen auch nur Wände zum Beispiel. Mhm. Und das sind so unglaublich talentierte Leute. Das sind erstens sind's gute Freunde von mir und zweitens hat jeder so eine verschiedene Technik und jeder bringt sich irgendwie gegenseitig ein und bringt was bei irgendwie und da kann man sich natürlich unglaublich viel abgucken. Ja. Und, genau. Und dazu kommt noch, dass ich halt ziemlich viel reise auch, also ich versuche so gut es geht, also ich versuche es immer so 50-50 zu halten. Also ich mache halt die kommerzielle Arbeit, wie in diesem Fall hier, aber und 50% sind halt wie gesagt freie Sachen, an denen ich dann dass man da weiterhin vielleicht das umsetzen kann, was man jetzt vielleicht in einem Auftrag nicht kann. Genau. Genau. Und da ich verbringe auch irgendwie so viel Zeit einfach vom Computer, dass ich manchmal dann auch einfach davon weg muss. Ja. Und dann dementsprechend mache ich dann so Sachen wie das war zum Beispiel jetzt eine Ausstellung während der Pictoplasma-Konferenz. Das ist eine Konferenz, die okay. Und da geht es halt um Character Design und da wurde ich dieses Jahr eingeladen. Da habe ich dann auch meinen ersten Talk gehabt quasi vor einem großen Publikum und es war ziemlich spannend. Und für diese Ausstellung habe ich mit einem Kumpel zusammen, der ist Produktdesigner, WDIS nennt er sich, WDIS. Ist der in dieser, also in eurer... Der ist tatsächlich nicht dabei, also wir sind alles tatsächlich nur Illustratoren oder Künstler und er ist halt so Produktdesigner und er hat dann zum Beispiel diesen Schrein gebaut und ich habe die Figur da drin gebaut. Mhm. Ich habe in dem Fall, was super interessant war für mich, also ich habe diese Teppiche hier, diese Wandteppiche, die habe ich selber gemacht. Selber gestickt. In dem Fall ist es gestickt, mit einem Kreuzstich. Und das dauert natürlich unglaublich ewig, aber das war so cool, dass ich da irgendwie mal Bock drauf hatte. Und es dauert irgendwie, weiß nicht, ein so ein Ding dauert 60 Stunden oder so. Das ist schon ziemlich abstrus, aber. Ja. Werden die danach versteigert? Ja, das ist, also ich arbeite mit vielen Galerien auch zusammen und dann geht so ein Katalog raus an auch Sammler und ich habe da schon ein paar Sammler mittlerweile. Aber ich finde, dazu verkaufe ich mein Bild. Ja. Aber das ist eben das Schöne, weil ich finde auch immer, gerade als Grafiker, man sitzt meistens vor dem Computer oder vor seinen Tablets und man hat am Ende eigentlich nicht wirklich was in der Hand. Das fehlt einem, finde ich immer. Und deswegen habe ich dann auch damals auch selber gedruckt, dass man einfach die Entstehung noch mehr mitbekommt und am Ende wirklich das dann selber in der Hand hat und auch selber produziert hat. Ja, das genau. Das ist manchmal ganz wichtig. Unglaublich wichtig, ja. Sonst diese ganzen Dateien, die da auf dem Computer rumfliegen, die sind, das ist toll alles, aber so manchmal muss irgendwie sowas mit den, den Händen richtig machen und so, das muss auch schon irgendwie sein. Toll. Zum Beispiel, was haben wir hier? Genau, es ist eine Wand in Los Angeles gewesen. Mhm. Die nicht kommerziellen Sachen sind immer so ein bisschen mit einem Freund zusammen auch wieder, also aus dem Kollektiv dann. Mhm. Mit Nightshaws, das ist ein ziemlich bekannter Street Artist. Mhm. Und mit dem ist ein guter Freund, wie gesagt. Und dann reisen wir so durch die Gegend. Dann haben wir ein Auto voll mit Farbe und fahren einfach nach Los Angeles und bemalen dann da solche Wände zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Oder hier sieht man auch nochmal so einen Teppich, den ich gemacht habe. Das war der erste tatsächlich. 80x80. Den hast du auch wieder selber. Das mache ich alles selber. Ja, das sieht man auch. Man sieht das an den Rändern und so. Das ist halt unglaublich unsauber auch. Also das ist schon so selbst beigebracht halt irgendwie. Ach, das ist ja echt. Und genau. Damit so verbringe ich meine Zeit. Ich schicke einfach mal in den Chat
deine Seite. Sehr gerne. Genau. Das können wir gerne auch nochmal kurz aufrufen. Entschuldigung, das war jetzt. Jetzt habe ich es. Die. So, das war nämlich noch vom Andreas, das habe ich noch inzwischen. Ah ja. Das tut mir sehr leid. Noch nie vom Andreas. Das Schöne war, wir waren jetzt gerade auch draußen und Andreas und du, ihr kennt euch auch, habt heute, glaube ich, euch oder gestern das erste Mal kennengelernt. Das hat, ja, aber von den so Arbeiten halb. Her kanntet ihr euch schon zum also, Teil, weil ihr beide ja in Berlin ansässig seid. Genau, und ich hatte das ihn fand auf, ganz spannend. Auf der Off getroffen, ich war auch mit Adobe auf der Off dieses Jahr. Aha. Und da hatte ich ihn schon getroffen auf der Off und dann denke ich mir, Mensch, den kennst du doch irgendwo. Also ja. Vom Gesicht auch einfach. Mhm. Und witzigerweise haben wir tatsächlich im Februar ein gemeinsames Projekt in Berlin realisiert. Also wo wir nicht jetzt irgendwie eine Wand zusammengestaltet haben, sondern es war so ein ganzes Gebäude, wo in dem Gebäude halt ziemlich viel passiert ist. Die ganzen Räume wurden gestaltet und so. Mhm. Und da war halt er auch dabei. Und ich habe im Treppenhaus gemalt und er quasi eine Etage drüber. Und deswegen kannte ich sein Gesicht. Und dann war das gibt's ja nicht irgendwie. Ja, die Welt ist so klein manchmal irgendwie. Ne? Das ist schön, ja. Genau. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Also hier zum Beispiel, das ist dann so natürlich sehr kommerziell. Mhm. Ah, jetzt lädt das nicht so richtig. Jetzt haben wir das Problem wieder. Egal, das war halt mit dieser Agentur wieder aus San Francisco. Mhm. Das war für Facebook, für den Global Courses Day 2016. Mhm. Da arbeiten, hier sieht man dann alle Poster, die ich dafür gestaltet habe. Mhm. Da arbeiten alle Facebook-Mitarbeiter zum Beispiel für einen gemeinnützigen Zweck irgendwie über eine gewisse Zeit und der Release ist dann an diesem bestimmten Tag irgendwie, da werden also alles mögliche Bilder gemacht. Warum war jetzt so auch noch gar kein Begriff? Also, ja, das ist auch wirklich intern, also es passiert da auf dem Campus. Und das muss man erstmal mit rein. Hier sieht man eine ganze Reihe von Acrylarbeiten auf Leinwand. Auch wieder was ganz anderes. Also ich muss sagen, ich langweile mich ziemlich schnell. Und deswegen muss ich immer so ganz, ganz, ganz schnell wieder was Neues machen. Und das muss ich ausprobieren. Und das muss ich nochmal ausprobieren. Und, aber es ist toll, weil es ja dann immer wieder neue Wege ja, ermöglicht. Absolut. Und was jetzt, ich muss jetzt hier nochmal neu laden, jetzt geht's besser. Ein ganz witziger Zufall. Also du hast einen neuen Fan. Oh! Sehr schön. Super, dankeschön. Genau, hier ist auch ein ganz tolles Ding. Das ist auch mit jemandem bei mir aus dem Kollektiv, mit Vidam zusammen, der aus Holz, ja, so, das schneidet so Dinge aus Holz aus, dann macht er oft so Architektur irgendwie. Mhm. Und ich habe dann hier zum Beispiel diese Schlange auf der Seite gemalt. Das ist ein Haus in Berlin. Und zwar ist das in der Badstraße, das ist am Gesundbrunnen und da gibt es so einen Mythos über diesen Gesundbrunnen, dass dort the Fontaine of Youth quasi entstanden ist, also der Jungbrunnen. Ja. Und genau, deswegen ist dann hier diese Symbolik drauf. Und mit diesen Symboliken, also ich beschäftige mich sehr viel mit so Symboliken und alten Mythen und so solchen Geschichten und das ist dann halt oft so meine Inspiration. Genau, das sind jetzt hier alles Leinwände. Was vielleicht noch ganz kurz ganz interessant ist, das ist jetzt hier zwar alles 2013, aber da sieht man so diese ganzen Reisen, die da Internet. Ach ja, okay. Ein bisschen weiter. Genau, das ist zum Beispiel in Bulgarien entstanden, die Wandbilder, das sind dann wieder Leinwände. München. Kannst auch ruhig langsam machen. Achso, okay. Ich bin schon wieder. Ja, wir müssen uns natürlich ein bisschen beeilen mit der Zeichnung. Aber ich glaube, es kommt sehr gut an. Ist auch sehr künstlerisch, habe ich hier. Marc schreibt auch eben, was ja immer Geschmackssache ist, natürlich auch sehr künstlerisch. Aber absolut. Eben gut ab für die Vielfalt, weil es wirklich so viel Unterschiedliches auch ist. Danke sehr. Das war dann in Detroit, waren wir dann mal. So sieht dann so ein Wandbild aus, wenn wir halt mit, ich glaube, da waren wir dann zu sechst aus dem Kollektiv. Irgendwie haben wir so einen kleinen Urlaub in Detroit gemacht, weil wir da von einer Galerie eingeladen wurden. Und dann eiern wir da so 3 Wochen lang rum. Kommst gut rum. Ja, irgendwie ist das toll, ja. Genau. Heute live aus Paris. Genau. Ja. Gestern noch in Berlin. Ja, genau. Das ist Kopenhagen. Stehe ich auf der Leiter rum. Und wie, also diese Wände, also das Ukraine. Ist schon ein großer,
also ein großer Teil von deinen Arbeiten, von deinen Auftragsarbeiten, dass du... Das ist immer mehr geworden. Ja. Also ich mache das schon ziemlich lang. Wie gesagt, ich habe mit Graffiti angefangen. Dann gab es da so ein bisschen Problemchen, muss ich sagen. Genau. Natürlich. Und dann habe ich mich halt einfach danach, dann habe ich das eine Zeit lang gestoppt und habe mich dann sehr viel halt auf Grafikdesign und mehr auf Leinwände und sowas konzentriert. Und bin dann halt zum Studieren nach Düsseldorf gegangen. Komme ich aus einem schönen kleinen Nest Bielefeld. Und genau. Und während dieses Studiums habe ich dann aber angefangen, halt diese Vergangenheit, diese Graffiti-Vergangenheit mit meinem Grafikdesign und meiner Illustration irgendwie zu vermischen. Und jetzt kommt da halt sowas rum. Genau. Das ist dann in der Ukraine irgendwie. Das ist halt immer ein totales Abenteuer für mich. Weil ich fliege nach Kiew und dann muss ich die Farbe besorgen da und dann. Dann saß ich in so einem Nachtzug, kein Mensch spricht Englisch dort. Dann saß ich im Nachtzug 12 Stunden in diesen Ort in der Ukraine, um dann dort dieses Wandbild zu malen. Und da passiert natürlich so viel Spannendes irgendwie auf solchen Reisen, das gibt mir halt unglaublich viel und viel Inspiration einfach. Eben, das finde ich eben so toll, aber wie du schon sagst, du musst ja eigentlich gerade bei solchen Aufträgen, kannst du ja dein ganzes Material gar nicht mitnehmen. Also du musst es eigentlich immer dort vor Ort. Muss ich dann da besorgen. Ja, genau. Und dann in so manchen Ländern ist es manchmal ein bisschen kompliziert. Irgendwie kommt man daran. Manchmal ist es wirklich kompliziert. Aber ja, meistens funktioniert es dann doch ganz gut. Das Schöne daran ist halt die Improvisation irgendwie, dass man halt irgendwie, also man kann es nicht hundertprozentig durchplanen vorher. Es funktioniert eh nicht so, wie man sich das denkt. Und deswegen muss man halt immer so ein bisschen spontan irgendwie, ja. Ich schicke jetzt gerade nochmal den Link von Dennis Schuster auf Behance, damit auch jeder den Link hat. Und genau, wollen wir. Ansonsten ist es behance.net/dxtrs. Ja, genau. Eben Dexters. Dann gab es Ende 2015, Anfang 2016 eine ganz interessante Geschichte. Und zwar hatte ich da einen Auftrag für einen australischen Club. Und für den sollte ich so ein Character Design erstellen. Und der Club hieß Arcade. Und dann dachte ich, ja, was macht denn Sinn? Und dann habe ich das erste Mal halt meine Vektorsachen verpixelt. Also zwar in Illustrator auch, aber dann habe ich angefangen, halt diesen Stil, den ich eh schon immer hatte, den ihr jetzt da auch von diesen ganzen Aufträgen gesehen habt, halt irgendwie zu verpixeln. Und das sieht dann quasi so nachher aus. Hier sieht man jetzt so einen Fledermauskopf, der jetzt für diese Ausstellung war, die ich da jetzt gerade in Berlin hatte. Und das ist halt so eine unglaublich interessante Herangehensweise für mich jetzt, weil mich das immer wieder überrascht, wie sieht das nachher aus? Das weiß ich halt vorher nicht. Also ich mache eine ganz normale Skizze und dann fange ich an, die zu verpixeln. Und das heißt, es ist eine gute Kopfarbeit irgendwie, auch gerade bei den Wänden. Und ist irgendwie gerade so mein Weg. Deswegen seht ihr halt auch, wie gesagt, diese Teppiche, das ist ja auch alles diese Pixel-Optik. Deswegen bin ich ja darauf erst gekommen, warum nicht diese Teppiche machen, wenn man da in diesem Raster quasi sich bewegt. Ja, das stimmt, ja. Und also das war so quasi eigentlich so dein Start? Ja, mit diesen Pixel-Dingen, genau. Und deswegen bin ich diesem Auftrag hier aber ziemlich dankbar, weil das sah total cool aus, was ich da, also ich war total begeistert von dem, was da entstanden ist für diesen Auftraggeber. Und dann dachte ich, okay, das funktioniert doch auch irgendwie auch auf Wänden. Und dann, war der erste Test irgendwie gleich ganz gut. Seitdem mache ich das. Seit anderthalb Jahren mache ich das halt so ein bisschen. Und sowas werden wir heute auch machen. Das ist jetzt nicht der allerspannendste Prozess irgendwie in Adobe Illustrator, aber ist auch ein ziemlich absurder Prozess eigentlich, weil ich meine, es ist verpixelt, aber es ist trotzdem eine Vektorgrafik. Ja. Ganz viel Sinn, aber ich finde halt einfach den Look super. Und deswegen, und manchmal ist, wie gesagt, es ist ein bisschen anstrengend auch irgendwie das so umzusetzen. Aber ich mag halt einfach diese Optik momentan einfach total gern. Wer weiß, was in 2 Jahren ist, aber momentan finde ich das super. Und genau, das Projekt, über das ich gerne, was ich hier gerne umsetzen würde, ist tatsächlich auch ein reales Projekt. Mitte Juni, ich glaube am 16. Juni fängt es an. Dann muss ich jetzt leider lügen, ich habe es nicht genau im Kopf. Mitte Juni, wunderbar. Ist super, genau. Schon bald. Und genau, da ist so ein Kunstfestival in Hamburg und bei diesem Kunstfestival, da geht es darum, um so einen Deutsch, um Deutsch
mexikanischen Austausch. Das heißt, es werden zwei Künstler, sehr bekannte Künstler aus Mexiko eingeflogen. Smise und Seher nennen die sich. Also die Leute unter euch, die so ein bisschen... Bielefeld gibt's, das lese ich, super. Das sind sehr schöne Kommentare über Bielefeld. Anscheinend soll es Bielefeld anstatt nicht geben. Ja. Und das ist ein herrlicher Mythos. Ja. Das habe ich schon ungefähr 500 Mal in meinem Leben gehört, mindestens. Du kannst es wieder lieben. Genau. Und es kommt immer wieder Neues, sehr schön. Lennart, auch wir, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Vielleicht auch nochmal kurz für die, die jetzt später reingeschaltet haben. Wenn ihr auf YouTube uns sehen solltet, einfach direkt auf adobelive.com schauen, weil da könnt ihr dann direkt auch mit uns chatten, könnt Fragen an Dennis stellen und wir können das Ganze beantworten. Sehr, sehr gerne. Okay. Und dann genau, also das Festival. Genau, es ist dieses Festival, Smise und Seher kommen, total talentierte Leute, finde ich total herrlich, die Sachen auch, die sie machen. Ich habe sie selber noch nicht getroffen, aber man kennt sich natürlich so über das Internet und freue ich mich total drauf. So, und dieser Smise hat, also die kommen aus Mexico City, die beiden, und wir werden dann in Hamburg riesige Fassaden aufbemalen und eine kleine Ausstellung haben. Genau, eine gute Zeit. Und dieser Smise, der hat halt ein Streetwear-Klamottenlabel namens Tony Delfino. Total herrlicher Name, meiner Meinung nach. Tony Delfino, ja. Genau. Und in Mexiko ist das eine ziemlich große Geschichte irgendwie. Hier gibt es das halt nicht in Europa. Aber er hatte mich dann halt gefragt, ob ich nicht da was zu beisteuern will, dass wir so ein bisschen Merchandise vielleicht auf dem Festival haben. Weiß ich nicht, von Stickern über T-Shirt oder irgendwie sowas. Also in unserem Fall jetzt hier würde ich gerne eine T-Shirt-Grafik erstellen in diesem Pixel-Stil. Genau, hier seht ihr, wie so eine Vektor-Pixel-Grafik dann aussieht. Und in unserem Fall, das ist jetzt hier so eine Hotelzimmer-Skizze von gestern Abend. Das kann so rough sein, das ist völlig wurscht jetzt erstmal. Hier sieht man quasi von der Symbolik her, ist das dieses aztekische Symbol der mexikanischen Flagge. Und das würde ich halt gerne in diesem Pixel-Stil, in meinem Stil halt umsetzen. Und das wird wahrscheinlich, weiß es noch nicht hundertprozentig, mal gucken, wie es aussehen wird, aber das wird wahrscheinlich so ein T-Shirt sein, wo auf der Rückseite halt ein ziemlich großer Print drauf sein wird. Und auf der Vorderseite dann hier dieser beknackte Delfin da mit dem TD für Tony Delfino. Wie heißt das Festival nochmal, weil hier die Frage kommt? Das Festival heißt Cartel del Arte und kurz, ich glaube die Website ist kdart.com.de oder so. Irgendwie so. Es ist noch gar nicht so richtig groß angekündigt, weil es eigentlich auch nur von so Liebhabern quasi organisiert wird. Und das ist eigentlich so eine kleine feine Geschichte, sag ich mal. Aber es ist natürlich jeder eingeladen, der in Hamburg ist. Und das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte. Also es werden so 3, 4, 5 riesige Fassaden tatsächlich gemalt. Nee, das ist nicht so. Achso, C-A-D. Achso, Grad. Und dann Art. K-D. Mit E noch? Ich glaube so. Aber ich bin mir. Schauen wir einfach mal. Jetzt gucke ich da nochmal nebenbei. Den Link. Da ist es gleich. KDA.org. Ah, da? Ja, genau. Super. Genau. Also hier seht ihr die Skizze, die ich hier gezeichnet habe. Das ist einfach irgendwie in meinem Skizzenbuch so ziemlich schnell irgendwie mich so ein bisschen an dieser Flagge orientiert. Und ich würde jetzt einfach mal starten. Das ist jetzt hier so ein bisschen tatsächlich geklicke. Also ich arbeite eigentlich auch sehr viel mit dem Tropfenpinsel. Also alles, was nicht verpixelt ist, ist eher handgezeichnet. Aber in diesem Fall jetzt hier macht das halt Sinn, die Elemente tatsächlich zu konstruieren. Also fange ich so an, dass die Pixel sind auch nicht alle gleich und alles. Ich mache das so ein bisschen einfach freihand und aber die Optik wird nachher, wenn das fertig ist, ziemlich interessant sein. Es wird wahrscheinlich heute nur so ein Durchgeklicke und morgen werden wir dann, zeige ich euch, wie ich meine Bilder koloriere, wie ich meine Farben wähle und
was sich da auch wieder, was ich da so was tue, die Farben Schatten, angeht, vielleicht Licht auch nochmal. Und genau. Mhm. Vielen Dank an Philipp für KD Art, genau, 2017. So heißt das Festival. Und perfekt, 19. bis 25. Juni. Ah, super. Kann ich euch mit Links voll ballern. Sehr schön. Also ihr habt ja den Link für all diejenigen, die in Hamburg sind, gerade um den 19. rum ist das natürlich drin. Guck nochmal genau nach. Ich glaube, also, es ist Philipp meinte 19. bis 25. Ah, ja, okay. Also wir können es jetzt auf Philipp schieben, aber es ist tatsächlich auf der Website 19. bis 25. Okay, vielen Dank, Philipp. Sehr nett, danke schön. Wir haben jetzt sehr viele Co-Moderatoren mit dabei. Vor allem vorne weg Tim. Das ist wirklich super. Ja, Tim bekommt eine Beförderung zum Moderator. Ja, und ich mache das hier so ungefähr. Oder ich? Achso. Also, das ist so, weil gerade bei diesem Stil ist das überhaupt nicht so wichtig, dass das jetzt irgendwie alles hundertprozentig akkurat ist. Das sieht nachher einfach aus wie so ein Computerspiel aus den 80ern. Mhm. Und ja. Das finde ich halt einfach toll. Gerade mit die Pixel, die du jetzt eben anlegst, du hast eigentlich wahrscheinlich auch nicht eine fixe Höhe, dass du sagst, okay. Gar nicht. Oder achtest du auf die intelligenten Lichtlinien, dass die in der Höhe ungefähr gleich sind? Ja, so halb. Aber okay. Es hilft schon irgendwie. Aber eigentlich ist es echt wirklich so ein bisschen Schnauze. Also das ist mir super wichtig, auch bei all meiner Arbeit, dass ich einfach das auch einfach manchmal auch nicht zu ernst nehme, dass ich einfach Spaß daran habe. Und dann ist es auch egal, gerade auch bei diesen großen Wandgestaltungen und so. Da kann auch mal was, das ist ja alles freie Hand, das ist alles so ein bisschen Freestyle. Da kann auch mal was daneben gehen, da kann auch mal ein Fehler drin sein. Das ist völlig egal. Das macht es ja gerade menschlich irgendwie. Und gerade auch diese Illustrator-Arbeit sieht natürlich immer sehr computergeneriert aus, aber man kann das natürlich auch so ein bisschen menschlicher halten. Und deswegen ist mir dann auch manchmal egal, wenn dann da irgendwie ein Fehler zu sehen ist oder sowas. Gerade bei so einem T-Shirt-Design oder so. Das wird halt gesiebdruckt nachher. Das kann ich euch auch noch gerne zeigen, dann wahrscheinlich am Donnerstag, wie da die Farben separiert werden. Und das ist bestimmt sehr interessant, genau, für viele. Es geht ziemlich schnell, ist ziemlich einfach sogar. Aber muss man natürlich auch erstmal wissen, den Trick. Also ich komme auch wirklich aus dem T-Shirt-Design irgendwie und früher gab es noch so Threadless und diverse weitere so Contests und sowas. Und da bin ich so ein bisschen mit groß geworden. Also daher kommt diese Liebe zum Siebdruck. Also immer auch wenig Farben benutzen. Ein bisschen reduziert arbeiten, genau. Also das wird jetzt hier wahrscheinlich auch so ein 3-4-Farben-Ding. Gerade was Grafik-T-Shirts betrifft, da hat sich auch der Geschmack der Leute so ein bisschen geändert. Es ist halt einfach nicht mehr so bunt, wie es mal eine Zeit lang war. So. Und genau, deswegen reduzieren wir das hier so ein bisschen. Hier ist auch gerade nochmal die Frage von Esther. Weil sie leider erst auch zu spät das gesehen hatte, weil du hast jetzt eben eine normale Zeichnung, sage ich mal, mit runden Formen. Jetzt machst du eckige draus, im Pixelbereich. Genau. Das ist quasi so jetzt die Herangehensweise von dir. Genau. Einfach der Stil oder in dem Fall vielleicht. Den ich so seit anderthalb Jahren halt mache und ich habe keine Ahnung, wie es nachher aussehen wird. Das ist das Schöne daran, dass ich mich selber noch überraschen kann, nach all diesen Jahren irgendwie in der Illustrationsbranche, dass man sich selber irgendwie noch überraschen kann. Das finde ich super. So spannend. Und dem fragt jetzt auch nochmal, ob du an Raster ausrichtest oder Shift-Taste. Wir hatten es gerade schon. Genau. Freihand. Also komplett. Ja. Also ich habe hier schon also die Shift-Taste, genau, halt schon dafür gedrückt, damit es irgendwie gerade bleibt, zumindest meistens. Aber die sind jetzt nicht selber quasi ausgerichtet. Nein. Genau. Nein. Ich bin auch so nicht der
technisch Begabteste, was so Computer und sowas betrifft, muss ich sagen. Das heißt, ich nutze so wahrscheinlich 12% von Adobe Illustrator. Ja, aber für meinen Stil reicht das völlig. Und genau. Das ist, ich glaube, das wünschen sich die meisten Kreativen, dass man sich ja nicht mit den Werkzeugen so unbedingt jetzt auseinandersetzen muss, sondern dass man einfach loslegen kann und, genau. Und genau. Sich da jetzt nicht, glaube ich, gut auskennen muss. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, das wird hier im Übrigen eine, naja, Persiflage kann man nicht sagen, das wird so eine, das wird das Symbol der mexikanischen Flagge, genau, aber in meinem Stil umgesetzt. Also eine Hommage an Mexiko. Hier auch nochmal Grüße von der Creative User Group Assar. Schöne Grüße zurück. Schöne aus Grüße. Paris. Ups. Legst du da auch unterschiedliche Ebenen an, weil du jetzt schon hier absolut. Auf der rechten Seite, genau, sieht man schon, dass du... Also die untere Ebene hier, das ist die Skizze quasi. Die, also erstmal muss ich sagen, dass ich mit ungefähr, also jetzt bei großen T-Shirt-Drucken so mit ungefähr auf A3 arbeite. Das ist so ungefähr die Größe, die man da anlegen sollte. Kommt darauf an, wie groß der Print sein soll natürlich, aber ich lege das immer so auf A3 an. Ja, dann lade ich meine Skizze da rein, wenn ich die Skizze nicht tatsächlich sogar doch in Photoshop vorher gezeichnet habe. Kommt immer so ein bisschen auf das Projekt drauf an. Ich arbeite eigentlich auch an einem riesigen Wacom, also an diesem an diesen Touch-Dingern. An einem Cintiq mit genau, mit. Ja. Genau. Und deswegen zeichne ich nicht so gern mit Photoshop und dem Laptop. Deswegen habe ich das jetzt einfach per Hand gemacht, in Skizzenbuch. Aber ansonsten würdest du jetzt deine Zeichnungen eigentlich immer direkt am Computer eben über Cintiq? Kommt wirklich ein bisschen drauf an, wo ich gerade bin, wie ich gerade auch Laune habe. Wenn ich jetzt gerade sehr viele digitale Jobs gemacht habe, dann nehme ich auch einfach gerne mal einen Bleistift. Und dann scannst du es ein, fotografierst. Scanne ich es ein, das ist jetzt einfach hier ein iPhone-Foto. Das lade ich dann da, das lade ich dann in Illustrator rein und dann stelle ich es auf 50, ungefähr 50% irgendwie Deckkraft. Und dann, genau, sieht man hier den schönen Unterschied zwischen den Outlines. Genau, das ist jetzt der erste Schritt. Wir bauen das jetzt erstmal hier so halb nach. Also quasi die Outlines des Ganzen. Bei A3 nutze ich so ungefähr 2 Punkt Strichstärke. Genau, und nachher dann, wenn wir das Grundgerüst fertig haben, was wir hoffentlich heute schaffen, dann werde ich ein ganz bisschen was vorbereiten müssen, weil normalerweise dauert die Arbeit länger als 6 Stunden, sage ich mal. Genau, dann werde ich ein bisschen was vorbereiten, was halt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt spannend ist zu sehen. Also, dass ich das halt jetzt hier zu Ende mache, was ich gerade mache zum Beispiel. Und dann fangen wir morgen an mit Licht und Schatten. Wo wird das gesetzt? Und genau, färben das Ganze ein. Hier kommt auch eine Frage von euch aus dem Chat, mit was du gerade arbeitest. Ob du mit einem Vakuumtablett arbeitest? Ja. Ja, er hat hier ein Vakuumtablett. Und hast du das immer mit dabei, wenn du unterwegs bist? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich habe gestern von Andreas das iPad Pro mal probiert. Da kann ich jetzt. Ja, super. Genial. Also wirklich. Gerade mit einem Apple Pencil, oder? Total genial. Ja. Ich muss. Also, was mir leider so ein bisschen fehlt, ist halt jetzt. Also, sowas könnte ich jetzt dann zum Beispiel leider nicht machen. Mir fehlt da das Konstruktionswerkzeug. Aber ich mache ja auch genauso, wie gesagt, die anderen. Die Sachen, die ich am Anfang vorgestellt habe, die sind ja auch eher dann mit einem Tropfenpinsel gemacht und dafür ist das genial. Also, das ist das Erste, was ich machen werde, wenn ich wieder zu Hause bin. Mir so ein Ding besorgen. Ich war mir immer nicht so richtig sicher, was ist das Beste irgendwie. Ja, manchmal muss man einfach ausprobieren. Also wenn man die Möglichkeit hat, einfach mal testen und wenn es für sich eben den Workflow vielleicht beschleunigt oder erleichtert, das ist ja... Und es ist so leicht und klein und ich laufe hier immer mit meinem Laptop rum und dann noch das Wacom dazu und so irgendwie. Also das ist schon... Ja, gerade wenn man viel reist, macht es viel aus. Total, absolut. Absolut. Jeder Stil hat Ecken und Kanten, ja, das stimmt. Und hier noch von Johannes die Frage, hey Dennis, hast du einen Tipp, wie man als neuer T-Shirt-Artist aus der Masse herausstechen kann, was gerade angesagt ist? Also T-Shirt ist wirklich schwer geworden, gerade diese, also Klamotten oder Bekleidungsindustrie ist wirklich ein bisschen kompliziert.
ich habe halt zu einer Zeit angefangen, da gab es halt eine Menge, ja, da kam das gerade so ein bisschen auf mit dieser Streetwear. Dann gab es auf einmal Kleptomanics, dann gab es, ich habe lange auch bei Mersin gearbeitet, als ich in Düsseldorf gelebt habe noch. Es ist so eine Streetwear-Brand aus Deutschland. Da habe ich dann irgendwie meine Diploma, als Illustrator auch. Also ich habe dann da die ganzen Grafiken für die gemacht und so. Habe auch da meine Diplomarbeit gemacht und so. Naja, was ich sagen wollte ist, dass sich da tatsächlich der Markt einfach komplett geändert hat. Das heißt, Grafik, T-Shirts siehst du nicht mehr unbedingt so auf der Straße. Die Jugendlichen tragen eher ein bisschen schickere Sachen mittlerweile tatsächlich auch und eher, weiß ich nicht, schwarz, einfach schwarzes T-Shirt oder schwarz. Ja, schwarz vor allem, genau. Und da ist tatsächlich so ein bisschen so ein Berufszweig ein bisschen weggebrochen. Deswegen sollte man sich, glaube ich, nicht nur darauf konzentrieren, genau, sondern lieber Illustration im Allgemeinen. Bei mir ist das Ganze so ein bisschen umgeschwungen, dass es jetzt eher Editorial-Illustration tatsächlich sogar ist. Also ich arbeite ziemlich viel für Magazine. Genau, Business Punk zum Beispiel aus Deutschland oder mache ich ziemlich häufig. Oder ja, GQ habe ich gemacht, Wired aus Amerika oder ESPN Magazin. Am Anfang hat man so ein Bild im Hintergrund gesehen hier, unseren. Egal. Jedenfalls, genau, das war zum Beispiel für ESPN. Da geht es dann oft um die NBA oder so. War das hier? Ja, oh, genau. Es war total herrlich, der Job, weil da ging es darum, dass die NBA-Spieler, also die Basketballspieler, total auf Peanut Butter und Jelly Sandwiches abfahren und quasi fast schon süchtig sind anscheinend danach. Und diesen Artikel musste ich halt illustrieren und das war schon ziemlich aberwitzig. Es war zum Beispiel die Golden State Warriors, die hatten dann einen neuen Chefkoch bekommen und der hat diese Sandwiches verboten, weil die halt so ungesund wären. Und dann haben die Spieler so einen Aufstand gemacht, dass sie nach ein paar Wochen den Chefkoch wieder rausgeworfen haben, weil die halt einfach so fanat nach diesem Zeug sind. Aha. Ja, genau. Also und darum ging dieser Artikel, deswegen sieht man da so viele. Genau, was man gerade so schön im Hintergrund gesehen hat. Und da haben wir auch nochmal gesehen, dass Dennis, weil ganz unterschiedliche Meinungen, manche sind Feuer und Flamme, manch anderer sagt, ja, vielleicht wäre jetzt das jetzt nicht ganz so der Stil, aber das ist ja das Schöne, dass Dennis, du bist ja eigentlich so breit gefächert, du machst immer wieder was Neues, du erfindest dich immer wieder neu und ich glaube, das macht das Ganze aus. Auch vielleicht gerade jetzt zum Thema T-Shirt-Design, dass man da einfach, so wie du, einfach frech ist. Das war so schön, das ist jetzt ein kleines Zitat, auch aus dem Chat hat jemand geschrieben, eben frech. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man einfach immer wieder was Neues entdeckt und immer wieder was probiert, was versucht. Das ist das A und O, meiner Meinung nach. Ja. Nicht Mainstream folgen, sondern dass man wirklich auch so Genau. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, vielleicht jetzt nicht so. Ihr werdet aber morgen sehen, das sieht dann schon ganz anders aus hier. Und wir werden auch morgen vielleicht auch nochmal mit dem Tropfenpinsel. Also ich arbeite sehr, sehr gern mit dem Tropfenpinsel. Also wer immer den irgendwann, ich glaube ab CS4 war der vorhanden, wer immer den bei Adobe erfunden hat. sehr schön, dann danken wir. Ja. Hier kam auch nochmal die Frage, wie es denn mit der Agenda die nächsten 3 Tage ausschaut. Also wir haben immer morgens von 10 bis 12 Andreas Preis hier. Danach haben wir Julia Zieger hier für 2 Stunden. Dann jetzt Dennis. Und wir haben ganz am Ende noch die 2 neuen deutschen Residents, Creative Residents. Oh ja. Und das ist quasi jeden Tag immer um die gleiche Uhrzeit von 10 bis 18 Uhr. Wer sich die Agenda anschauen will, kann aber auch direkt nochmal auf adobelive.com gehen. Wer nicht eh schon da ist, also wer gerade auf YouTube zuschaut, am besten wirklich auf adobelive.com schauen, denn da habt ihr einfach mehr Möglichkeiten zu interagieren. Auch auf YouTube kann man chatten, aber den Chat, den beachten wir jetzt hier weniger, sondern wir sind hier wirklich auf adobelive.com und dass wir auch wirklich alle Fragen beantworten können. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, auf den Contest einzugehen, denn es läuft ja auch momentan wieder ein Contest. Das seht ihr ganz rechts unten. Da habt ihr die Möglichkeit, auch das Template zu laden und könnt quasi an dem Contest teilnehmen. Da geht es eben um das Design
2020. Schaut euch das Ganze an und macht euer ganz eigenes Ding draus. Und am Freitag wird dann das Ganze ausgewertet und dann gibt es wieder Gewinner. Und da gibt es dann die Creative Cloud zu gewinnen für ein Jahr mit Adobe Stock Credits. Also da gibt es einiges. Schaut einfach das Template an, da ist auch alles nochmal schön beschrieben. Viel Glück. Ja, ich drücke die Daumen. Ja, also wenn also rein theoretisch dauert halt reden. Dauert so eine Illustration. Das, ja. Ich sitze schon manchmal 3 Tage dran oder so. Mhm. Also, deswegen. Gerade jetzt auch, weil du diese Formen gerade nachbaust, da hast du jetzt ja jede einzeln nachgebaut, das ist auch dann eben so gewollt. Du würdest da jetzt nicht das zu vereinfachen, genau zu kopieren und duplizieren. Also es kommt schon vor, wenn es irgendwie Sinn macht. Mhm. Aber es soll ja immer noch so ein bisschen so einen handgemachten Charakter haben. Irgendwie. Deswegen versuche ich eigentlich Spiegelungen und Kopieren und so zu vermeiden. Kommt ein bisschen drauf an. Also wenn da jetzt irgendwie ein Stern im Hintergrund ist oder sowas und die taucht, weil das ein Nachthimmel ist oder irgendwas, dann fange ich nicht an, jeden Stern irgendwie zu illustrieren. Mhm. Dann mache ich das schon. Aber ich versuche schon so alles per Hand irgendwie einigermaßen handgemacht aussehen zu lassen. Mhm. Und das macht auch den Unterschied. Also es ist immer so, es ist natürlich mühseliger und dauert länger und alles, aber diese extra Stunde, glaubt mir da draußen, die zahlt sich immer aus, ja. Die man investiert. Und wenn du das im Sanden dann nochmal betrachtest, passt du da manchmal auch an, weil das ist ja ganz nett, Philipp, bewundert ist, dass du trägst, dass die Flügel nicht exakt auf einer Höhe sind. Das ist völlig wurscht. Das ist ja so ein Pixelberg nachher. Ja. Das ist ja das Schöne. Es muss nicht alles akkurat sein. Ich bin auch immer, also es ist schlimm, das ist so, aber vielleicht kommt das auch von sein, dem Schweizer Typografen. Da ist ja auch alles wirklich sehr clean, sehr reduziert. Ja. Das haben wir viel im Studium gehabt und alles ausgerichtet. Irgendwas ist immer irgendwo ausgerichtet. Das war so irgendwie so das Prinzip oder so die Grundlage, die man da deswegen mitgenommen hat. Bin ich kein Typo. Ja. Also die Typos, die ich verwende, beziehungsweise sind auch meistens handgezeichnet. Ja. Mhm. Auch von dir dann? Ja, ja. Das ist ja immer so ein ziemlich verspielter Kram, den ich mache und da. Kann dann auch mal, wie gesagt, dann ist das A mal ein Millimeter kleiner als das E oder so. Das ist dann halt so. Das ist dann halt so. Kommt drauf an, was ich mache. Zum Beispiel bei dem Facebook-Job, da passte das dann schon alles ein bisschen genauer. Tatsächlich. Aber gerade, wie gesagt, bei diesen Pixel-Sachen, da ist Pi mal Daumen, das sieht einfach nur cool aus. Ne? Ist es dann auch so bei deinen Auftragsarbeiten, dass von hinten dann auch, also da kommen wahrscheinlich klare Ansagen, aber die buchen dich ja aufgrund deines Stils, dass die dann aber auch mal sagen, wir hätten da gerne nochmal eine Anpassung. Absolut, natürlich. Also, da gibt's dann das auch. Ist der ganz normale Weg, irgendwie, wenn man kommerziell arbeitet, dann muss man sich halt schon anpassen, natürlich. Ich biete oft an, dass wenn mich jemand beauftragt, dann hat er sich ja ein ganz bisschen mit meiner Arbeit auch beschäftigt meistens. Und das heißt, ich frage auch immer nach Referenzen. So, guckt euch bitte meine Sachen an und was könnt ihr euch vorstellen, weil es ja schon verschiedene Stile sind. Manchmal Pixel, manchmal ohne Outline, manchmal mit Outline, manchmal nur ein Icon, manchmal eine total Wimmelbild-Illustration. Mhm. Also das ist so. Ja, genau. Da passe ich mich dann natürlich an. So. Immer, aber letzten Endes wissen sie, was du machst, deswegen buchen sie dich und wissen auch, dass du eben auch sehr frei arbeitest. Und es sind dann einfach so, wie gesagt, diese Artikel mit den Basketballspielern über ihre Vorliebe zu diesen Sandwiches. Ja. und dann kommt mir halt da irgendwie
eine Idee und dann bespreche ich das mit denen. Ich schicke halt dann natürlich immer Skizzen raus vorher. Mhm. Und dann, also das schon auch immer, dass du da unbedingt Skizzen, die auch ganz rough sind, also ganz ja, also nicht sehr detailliert. Genau, also unbedingt immer alle Schritte, so gut es geht, absprechen mit dem Kunden. Und das macht dann am Ende weniger Arbeit. Das macht einfach weniger Arbeit, genau, das ist es. Ein guter Hinweis. Das sind aber auch Dinge, die lernt man natürlich mit der Zeit. Ich habe auch oft genug, weil ich selber gut fand, einfach losgelegt und einfach dann Zeit verschossen quasi. Mhm. Genau. Und so jetzt quasi dann mache ich eine grobe Skizze, dann mache ich eine bisschen definiertere Skizze und dann wird besprochen, welche Art der Umsetzung. Und genau. Ich habe hier gerade nochmal eine Anmerkung. Rufus hat dir dankenswerterweise nochmal auch den Link geschickt, warum denn AdobeLive.com, nicht nur wegen des Chats, sondern eben auch damit man dem Stream folgen kann, dass man auch gleich danach wieder auf den nächsten automatisch weitergeleitet wird. Und vor allem eben auch Contest-Button, dass der da ist. Und ihr könnt auch euer Portfolio tauschen. Euer Behance-Portfolio. Wir haben ja schon gehört, dass eben Dennis wirklich unglaublich viel über Behance an Aufträgen bekommt, dass er deswegen auch gar keine Webseite braucht. Also teilt uns euer Portfolio. Ich sollte wahrscheinlich schon eine haben. Aber es funktioniert ja so. Es funktioniert eindeutig. Ja. Und fast alle dieser... Okay, es liegt vielleicht daran, dass ich keine Website habe, aber fast alle großen Kunden, die sich bei mir gemeldet haben, die kommen fast alle über Behance. Mhm. Und es ist einfach ein unglaublich tolles Netzwerk, was ich sehr, sehr gern benutze. Ich habe jetzt schon wieder ein Jahr nichts hochgeladen, weil ich einfach zu viel zu tun habe. Mhm. Und sobald ich was bei Behance hochlade, das dauert nicht unbedingt lange, kommen schon wieder die nächsten Auftraggeber. Ja, so soll es sein. So ist es sein. Ein Traum. Hier ist auch nochmal die Frage, warum du es eben so Pixel oder in so einem Stil machst. Das ist eben jetzt die Herangehensweise, das ist für dich jetzt für diesen Auftrag. Genau. Ich kann es nochmal schnell. Hier ist zum Beispiel eine Wand, irgendwie, die ich mit einem Freund zusammen gemacht habe, der macht halt eher so realistische Sachen. Und ich habe halt seit anderthalb Jahren oder so, da habe ich halt angefangen, die Sachen zu verpixeln, die ich mache. Aus dem einfachen Grund, weil ein Auftraggeber das quasi wollte, beziehungsweise der Name des Auftraggebers Arcade war und da machte es dann Sinn. Und ich fand den Prozess total unglaublich toll, weil ich nicht genau weiß, wie die Skizze transformiert wird und wie sie am Ende aussehen wird. Mhm. Und dementsprechend, genau, also so zum Beispiel sieht dann nachher so eine Illustration aus. Und das finde ich halt einfach spannend für mich. Also ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt da weitermachen, morgen, wohin führt das Ganze? Wenn wir jetzt morgen sprechen, irgendwie, wie sieht das dieses Spektakel hier aus? Es ist eine unglaublich mühselige Arbeit irgendwie, aber die ist es meistens wert. Ja, das stimmt. Und es geht auch einfacher von der Hand mit Vakuumtoilette, weil hier auch schon die Frage kam eben, du zeichnest ja jetzt nicht extrem geschwungen oder warum dann Vakuumtoilette, aber auch das ist natürlich eine Erleichterung. Man könnte es wahrscheinlich klicken, aber ich habe noch nie mit der Maus großartig gearbeitet und ich schreibe sogar mit dem Tablet im Internet. Also ich habe noch nicht mal eine Maus an meinem Rechner. Ja, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ich kenne das auch. Also ich nutze eine Maus, wenn ich in InDesign arbeite zum Beispiel. Dann nutze ich tatsächlich die Maus oder wenn ich halt irgendwas layoute oder so, dann kommt das schon, dann nutze ich das auf jeden Fall. Mhm. Aber meistens ist es bei mir tatsächlich Photoshop und Illustrator und Illustration und dann macht das nicht so richtig Sinn. Mhm. Oder es macht auch, mir hat sogar mal jemand gesagt, dass es ein wenig gesünder wäre mit dem Stift. Ja, ist auch so. Habe ich ganz am Anfang gelernt. Also es ist ja auch, es gibt so schön immer auch die Bezeichnung Wacom. Viele sagen ja Wacom. Vakuum heißt aber wirklich Vakuum, weil es ja aus dem Japanischen kommt und das Wa steht für Harmonie und Com mit dem Computer. Harmonie mit dem Computer. Das wusste ich. Habt ihr auch nochmal was gelernt? Und das ist einfach eben, weil es ergonomisch gesehen viel, viel besser ist. Wenn du lange vor dem Computer sitzt, dann ist das Klicken ja ganz unnatürlich und viele kriegen da so eine Art Tennis an. Genau. Da ist es schon. Und wenn ich jetzt auf dem großen Cintiq arbeite, dann zeichne ich natürlich auch andere Schwünge als das, was ich jetzt hier mache. Mhm.
Oh, hier, danke dafür. Respekt, Dennis, läuft bei dir, ja. Und das liegt natürlich auch vielleicht daran, dass du so viel gebucht hast, auch über deine Behance-Seite, dass du einfach ein herausragender Künstler bist. Auch da, vielen Dank für dieses Kommentar. Dankeschön, das ist ja, ja nett. Das ist natürlich, also nur ein Portfolio zu haben, ist ja nicht das alleine, sondern es geht natürlich auch um die Arbeiten. Vor allem eben den eigenen Stil zu finden. Ich glaube, das genau. ist so das wirklich das eigentlich hat aber auch lange gedauert. Also ich habe auch 10 Jahre lang oder so. Also ich habe, wie gesagt, ja mit Wänden und so angefangen, bevor ich Illustrator wurde. Und ich habe auch 10 Jahre fast gar kein Geld verdient. Also das ist einfach, irgendwann sehen die Leute, dass man mit Herzblut dabei ist und das ist das Wichtigste. Ja. Das ist auch egal, was man macht, ob man jetzt Fotografie macht oder ob man, das ist völlig egal, in welchem Feld. Wenn man es nicht mit Herzblut macht, dann sollen wir es lieber lassen. Sollen wir es lieber lassen. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Und ich hatte gestern mit Rufus ein bisschen gequatscht und ich habe auch gesagt, zu mir hat mal mein Kunstlehrer gesagt, wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es auch. Und das ist auch immer so. Und was wirklich wollen, heißt ja auch mit Herzblut dabei sein. Also, hattest du einen guten Kunstlehrer? Dann, ja. Ja, wirklich? Ja, okay. Hatte ich. Das Glück hatte ich nämlich nicht. Alle meine Kunstlehrer haben mir gesagt, ich werde nie Designer. Also ich muss sagen, ach, ich hatte so ein Glück und es war auch gut so, dass ich dann den Weg gegangen bin im Bereich Grafikdesign. Aber man muss halt sagen, jetzt mal, hey, Rufus, du Dennis, ihr seid erfolgreiche Künstler, in dem Sinne auch zum Teil. Mir hat man so gut zugesprochen und ich wurde Trainerin. Also vielleicht war das auch nicht gut. Naja, was aber, natürlich auch total toll ist. Oh, nein, aber das war ja nicht. Also, ihr schafft alles, wenn ihr es nur wollt. Das wird übrigens hier ein Kaktus dran. Also, falls ich jemand fragt, was das ist, das ist der Kaktus. Ach, sehr gut. Also, das ist ein See. Hier unten ist ein See zu sehen. Und auf dem See steht ein Stein hier mit Smiley-Gesicht. Daraus kommt ein Kaktus. Mhm. Darauf steht dann hier, vielleicht könnte ich mal ein bisschen rauszoomen. Mhm. Genau, steht dann der Vogel. Der Adler, genau, der mexikanische Adler. Mhm. Und der hat hier diese zerteilte Schlange quasi, die er bekämpft. Hier oben sieht man den Kopf. Genau. Und dann noch so, hier unten kommt dann noch Typo rein. Und ja. Genau. Genau, und die Typo, die machst du dann auch wieder selber. Genau, das ist dann ja, genau. quasi auch wieder in dem Sinne gezeichnet. Hier ist auch, genau, Esther, man kann mit Herzblut, da weiß man, das stimmt, aber man braucht auch ein gutes Netzwerk. Und ich glaube, da ist auch wirklich das A und O viel reisen und viel auf Events sein. Also viel auch in der Community mit sein. Ich glaube, da macht dann schon viel aus. Und du reist ja unglaublich viel, auch oft wegen deiner Aufträge natürlich. Ja, aber wie kam es, dass du, du hattest es am Anfang kurz erwähnt, für all diejenigen, die später dazugeschaltet haben, du hast ja eigentlich gleich nach dem Studium mit den Aufträgen angefangen. Mhm. Das war eigentlich auch der Grund, warum die Webseite nicht da ist, weil einfach nie die Zeit war. Aber wie kam es dazu, dass... Das ist auch eine faule Ausrede, ehrlich gesagt. Aber. Ja, das wird nur Ausreden. ja, wie gesagt, ich komme da aus dem Graffiti irgendwie und dann habe ich mit Grafikdesign angefangen, beziehungsweise Illustration und mich dann bei diesen ganzen, damals gab es halt noch so Threadless und was nicht alles, so T-Shirt-Contests irgendwie, da habe ich unglaublich viel gemacht auch. Und wurde dann von einem Laden aus Berlin, da habe ich aber noch lange nicht in Berlin gelebt, angeschrieben, das war so ein Startup eigentlich damals, Dudes Factory nannte sich das und das gibt's heute auch noch. Naja, und das war halt, während ich meine Diplomarbeit gemacht habe, hatte ich dann da so eine Kollektion mit denen rausgebracht und eine Ausstellung, hatten wir verschiedene Produkte auch so handbemalt und so ein paar Sachen. Da gibt's auch in meinem, das ist zu finden in meinem Behance Portfolio. Genau, ist eine Weile. Genau. Der Link ist schon gepostet. Ja, und während ich dann diese Ausstellung da hatte in Berlin, ist der Kreativdirektor von K2 Snowboards in den Laden reingegangen durch Zufall. Das war in Berlin-Mitte irgendwie und der war halt aus touristischen Gründen da und ist in den Laden gegangen und fand das irgendwie cool. Und dann hat er mich daraufhin angeschrieben und dann ging das los. Dann kamen die ersten Jobs. Es ist auch oft Zufall oder schöne Gegebenheiten. Ich glaube, das. Also einfach gute, irgendwie für einen selbst, wenn man denkt, also einfach irgendwie gute Arbeit machen und das merken die Leute dann auch.
Also die Leute sehen, dass man mit Herzblut dabei ist. Ich lebe das ja auch. Also ich mache ja wirklich nichts anderes. Ich habe, wenn ich frei habe oder wenn ich keine Aufträge habe oder nichts zu tun habe, dann treffe ich mich mit meinen Freunden draußen und bemale eine Wand oder so. Mhm. Ja. Und dementsprechend ist das wirklich so tatsächlich mein Leben. Also, das merkt man dann eben auch. Genau, ja. Und das sehen die Leute dann auch. Genau. Mhm. Hier auch ein schöner Hinweis, dass jemand eben Ordner auf dem Rechner angelegt hat, wo er Inspiration sammelt. Ich finde, das ist, das mache ich auch, ja. Dass man da wirklich, das heißt ja nicht kopieren, sondern man holt sich einfach Inspirationen. Genau, und es muss ja auch jetzt gar nicht irgendwie Grafikdesign oder so sein, das reicht ja manchmal. Also ja. Ich habe zum Beispiel einen ganzen Folder voll mit Streichholzschachteln, weil ich total auf so zum Beispiel japanische so Designs von Streichholzschachteln stehe. Wie kommst du an diese Streichholzschachteln? Nein. Ich suche mir die aus dem Internet natürlich. Also, Ich denke schon. Und das sind immer so typografisch schöne Lösungen mit Charakteren aber auch und Illustrationen. Mhm. Ich bin totaler Fan von so alten Designs von sowas. Mhm. Genau. Aber ansonsten einfach mal, wenn einem nichts einfällt, guck mal einen Tag auf Bihar und so. Guck mal einfach mal, was passiert so. Ist eh wichtig zu wissen, was passiert irgendwie in der Szene, was machen die anderen irgendwie. Und ich mache jetzt auch diese Pixel-Sachen, weil ich das auch noch nie gesehen habe. Deswegen finde ich das so gut. Also natürlich habe ich Pixel-Sachen schon gesehen, aber jetzt nicht in dem Kontext. Mhm. Und deswegen finde ich das gerade so toll, dass es so... Genau, und seitdem ich das mache, ist auch echt viel passiert nochmal. Das war nochmal ein... Weil es so vielleicht so außergewöhnlich ist oder so. Ja, es ist halt was anderes eben. Es ist nicht das, was jeder anbietet. Kommt echt tatsächlich. Gerade im eher künstlerischen Bereich, also mit diesen Wänden und Ausstellungen und so, gerade da kommt das irgendwie sehr gut an, weil es so eine digitale Optik analog hergestellt ist. Irgendwie. Mhm. Für alle, die gerade noch nicht eingeschaltet haben, hier nochmal zum Beispiel meine letzte Ausstellung oder ein Teil meiner letzten Ausstellung. Das sind so von mir handgeknüpfte Teppiche und eine Skulptur, die ich mit einem Freund von mir zusammen gemacht habe, der Produktdesigner ist. Genau, und ja, sowas macht mir halt einfach Laune. Also gerade mit den Teppichen ist einfach toll. Das hatten wir schon am Anfang, dass man dann einfach selber was macht, dass man selber was schafft. Aber jetzt im Sommer werde ich das erstmal eine Zeit lang sein lassen. Das dauert einfach zu lange. Und ich will das ist schon Wahnsinn. Ja. Na, hier ist auch die Frage, wer denn eigentlich von euch allen ein Behance-Portfolio hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch teilen. Wenn ihr auf adobelive.com seid, dann habt ihr die Möglichkeit, eben ganz unten auch auf Portfolio teilen zu gehen. Genauso wie ihr auch da das Template für den Contest laden könnt. Daneben ist Share Your Portfolio. Also da könnt ihr auch gerne das Portfolio teilen. Pinterest wurde jetzt auch erwähnt im Chat. Ganz tolle Inspirationsquelle. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Sogar fast mit die beste. Mhm. Also ich finde auch... dass man sich da unglaublich inspirieren kann. Mhm. Total. Das ist sehr, sehr viel. Stimmt, habe ich verkannt. Also das ist tatsächlich auch so, wenn ich was suche, dann gucke ich da tatsächlich auch. Mhm. Hatte ich so in den letzten Jahren ja schon ein bisschen dahin entwickelt. Ja, Inspirationsquelle. Ja, ne? Das ging echt ziemlich schnell. Und auch für jegliche Bereiche, das ist das Schöne. Also das ist jetzt natürlich auch eine ziemlich aufwendige Illustration, deswegen dauert das jetzt leider eine Weile. Das ist sehr gut. Wir hätten mal mit der Vorderseite anfangen sollen. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal die Vorderseite zeigen. Ja, genau, das ist halt hier. Das ist nämlich auch eben ausgehend von der Skizze. Hier, Tony Delfino, wie gesagt, ist der Auftraggeber, mexikanische Streetwear-Brand. Und das hier sieht man das T. Und das D, halt in meinem Skizzenbuch, einfach so eine schnelle Skizze. Und dann wird hier so ein herrlich beknackt guckender Delfin sich da so drum würfeln irgendwie. Und das wird dann wahrscheinlich so ein Pocketprint oder so, ziemlich klein. Vielleicht ist hier auch beim T-Shirt dann so eine Tasche dran oder irgendwie. Also so stelle ich es mir vor. Wir werden sehen,
was mein Freund Smise dazu sagen wird. Johannes fragt auch gerade, weil wir ja eben so unterschiedlichste Arbeiten von dir gesehen haben, weil du jetzt gerade auch die Teppiche gezeigt hast und du machst ja eben ganz viel Wand. Wie unterscheidet sich der Workflow, wenn du eine Wand malst und wenn du digital arbeitest? Ja, also bei den Wänden zum Beispiel, da ist es immer ein bisschen komplizierter, das zu planen. Also es ist schon immer, das ist sehr viel Arbeit tatsächlich. Aber auch Spontanität, weil das meiste, was man plant, geht irgendwie tatsächlich schief. dann hat man so einen Steiger, also so einen Kran, um überhaupt irgendwie in den vierten Stock zu kommen oder so. Und dann funktioniert der wieder einen Tag nicht. Dann werden die Dosen einen Tag zu spät geliefert. Auf einmal hast du nur noch 2 Tage Zeit für so ein riesiges Band. Und da muss man immer so ein bisschen improvisieren. Und digital ist da mittlerweile so ein Workflow drin, dass es eigentlich tatsächlich viel entspannter ist. So, aber es ist jetzt schon wieder Halbzeit und eigentlich Zeit für ein Giveaway. Ja, wir müssen Nightbot aufwecken, genau. Halbzeit schon, really? Ja, schon Halbzeit. Und wir haben ja noch ein Giveaway. Okay. Und zwar 1 Jahr lang Creative Cloud Abo. Super. Ich werde auch gleich eine Frage stellen und Dennis bitten, nicht zu antworten. Ich sag gar nichts mehr. Und ihr habt die Möglichkeit, im Chat die Antwort zu geben. Und zwar besteht die Antwort aus 3 Wörtern. Und ich würde euch bitten, dass ihr nicht öfter als 3-mal das Ganze postet, denn sonst seid ihr im Spam quasi mit aufgenommen ausgeschieden bei dem Giveaway-Wettbewerb. Deswegen bitte wirklich maximal nur 3-mal erwähnen, sonst seid ihr draußen. Was ist der Pseudonym von Dennis? Schreibt ihn mal bitte in den Chat. Wir drücken die Daumen. Der Daumen von Rufus kommt noch. Genau, vielen Dank, Tim. Schon mal euren Twitter-Account bereithalten, den brauchen wir dann nämlich vom Gewinner. Also es sind 3 Wörter. Die ihr dafür braucht. Also nicht in einem, sondern wirklich 3 Wörter. Also die Antwort besteht aus 3 Worten. Nicht Buchstaben, nicht das Kürzel. Bitte nicht das Kürzel verwenden, genau. Sondern wirklich ausgeschrieben. Name des Kollektivs. Stimmt. Ja. Name des Kollektivs. Mit dem ich zusammenarbeite. Mit dem Dennis zusammenarbeitet, genau. Nicht die Buchstaben. Ja, nicht die Buchstaben. Nicht das Kürzel, sondern es sind wirklich 3 Worte, 3 getrennte Worte. Jetzt lese ich meinen Namen aber ziemlich häufig hier. Sehr gut. Kommt auch nicht so häufig vor. Ja. Ah, da kommen ganz viele. Herrlich, sehr gut. Und dann natürlich auf die Schreibweise achten. Ja, oh. So, der Countdown läuft. Nicht die Buchstaben. Ja, bitte wirklich darauf achten, dass ihr es ausschreibt. Nicht nur das Kürzel, sondern 3 Worte. Ich ist auch wirklich was los. Ich glaube, die Leute wollen die Creative Cloud nutzen. Die auch wirklich genial ist, muss ich sagen. Ja, jetzt machen wir 3, 2, 1 und Cut. Simon Reindl.
Herzlichen Glückwunsch, Simon. Simon. Der mit uns seit dem 7. Juli 2018 ist. Oh, seit 7. Juli 2016. Klasse. Mhm. Simon Twitter-Handle. Genau, also bitte Simon, schick mal im Chat deinen Twitter-Account. Herzlichen Glückwunsch zur Creative Cloud. Wo ist der Simon? Und keine Sorge, wenn du die Creative Cloud schon hast, dann kannst du natürlich einfach verlängern. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie auslaufen würde, kannst du das natürlich dann dran setzen. Dann hast du nochmal um ein Jahr verlängert. Die Frage, wie wird das ausgelost? Das wird vom Roboter ausgelöst. Also da haben wir keinen Einfluss drauf. Das wird von Nightbot direkt. Simon ist raus. Nicht mehr im Chat, ja? Ich sehe nämlich nicht. Okay. Stella Schuster. Sehr schön, den Namensvetter quasi. Ja. Simon ist leider nicht mehr dabei, ja. Deswegen Stella Schuster. Herzlichen Glückwunsch. Seid ihr irgendwie verwandt? Genau, Bekannte und Verwandte sind ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Nee, tatsächlich. Ja, Mensch, schade. Aber einen schönen Nachnamen hast du. Ach, hier haben wir schon. Wunderbar. Auch nicht mehr dabei. Was haben wir denn heute? Alle fliegen so aus dem Chat. Ja, also es geht nicht darum, wer als Erster antwortet, nein, sondern es wird dann eben quasi vom Programm aus dann ausgelost in dem Sinne. Also da geht es nicht darum, wie oft oder wie schnell war man. Philipp fragt, ob es meine Schwester ist. Ja. Nein, ich habe keine Schwester, nein. Philipp. Wirklich nicht. Ja. Doch. Ah, sehr gut. Sehr gut, also wir haben von Stella einen Twitter. Ist ja ein witziger Zufall, oder? Ja. Dass sie den gleichen Nachnamen hat. Und dass der Computer sie dann ausfällt. Zufälle gibt's. Ja, das sind wir wieder bei den Zufällen. Andreas fragt, wann weißt du, wann eine Illustration fertig ist? Gute Frage. Das ist so wie mit dem Bildermalen. Irgendwann hat man so einen Punkt, da denkt man... Man kann auch ganz schnell zu viel machen. Das passiert natürlich auch mal. Also ich würde sogar sagen, am besten ist, wenn man denkt, es könnte fertig sein, vielleicht mal eine Nacht liegen lassen. Einfach. Ja, und am nächsten Tag drüber schon. Genau, und dann nochmal wirklich mit einem frischen Kopf irgendwie einen Tag. Manchmal, ich habe zum Beispiel auch Leinwände, die liegen monatelang rum. Und dann gucke ich sie mir irgendwann wieder an und denke mir, ja, ist ja eigentlich fertig. Also manchmal muss man so Sachen einfach liegen lassen. Manchmal ist man einfach zu lange drüber. Genau. In so einem Illustrationsfall wie hier ist es eigentlich ziemlich einfach. Also ich mache ja jetzt erstmal das Grundgerüst. Dann mache ich das eigentlich immer so, dass nach unten hin ein bisschen Schatten entsteht. Also unten eine dickere Outline stattfindet an allen unteren Flächen. Und dann fange ich an, Schatten zu machen, schwarze Schatten oder was für eine Farbe, aber
halt die Schatten so wie so nach der Lichtquelle, die ich mir dann irgendwann aussuche, meistens auch nach unten, wo die so sind, und dann fange ich an zu kolorieren. Genau. Und dann ist eigentlich meistens, dann kommen noch so ein paar Texturstriche drauf und dann ist eigentlich auch durch. Also bei Illustration ist es ein bisschen einfacher als bei der Malerei. Mhm. Oh, wir sind hier tatsächlich doch auch, wir haben es hier gleich. Sehr gut. So halb durch. Hier ist auch nochmal die Frage, ob man zum Gewinnen Twitter braucht. Weil ihr immer euren Twitter-Account angeben müsst. Das ist eine gute Frage. Ihr braucht nicht, um zu gewinnen, Twitter. Ihr könnt dann, also wenn ihr gewinnen solltet und kein Twitter habt, dann finden wir eine wunderbare Lösung, dass ihr den Gewinn bekommt. Also das ist nicht zwingend notwendig. Um Stock-Kredit zu gewinnen, gibt es das Contest. Genau, also es gibt ja genauso auch bei dem Contest, an dem ihr mitmachen könnt. Also wenn ihr auf adobelive.com seid, dann habt ihr ja ganz unten die Möglichkeit, ein Template zu laden für den Contest. Und da kriegt ihr eben auch als Gewinner das Abo, das Creative Cloud Abo für ein Jahr plus Adobe Stock Credits. Also das ist nochmal das i-Tüpfelchen drauf. Also da auf jeden Fall mal Template runterladen, sich inspirieren lassen von den ganzen Kreativen, die wir jetzt hier die 3 Tage haben, und sein ganz eigenes, seine ganz eigenen Arbeit erstellen. Wo geht's diesmal? Ich glaube, also was ist Design die Aufgabe? Design 2020. Es gibt die Möglichkeit, da eine Infografik zu erstellen. Okay. Es sind ein paar Icons mit dabei, die ihr benutzen könnt, aber nicht müsst. Mhm. Farbe ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber es ist eine Infografik, die eben schon als Leitfaden dient, die aber komplett eben individuell gestaltet werden soll. Okay, super. Bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Und da immer auf jeden Fall Hashtag Adobelive verwenden. Und über Twitter sehen wir dann nämlich auch direkt, was denn da alles gepostet wird. Sehen wir dann nämlich schon mal einen Überblick. Und die Leute haben 3 Tage Zeit dafür? Oder heute schon? Nein. 3 Tage. 3 Tage, ah ja, super. Am Freitag wird es dann quasi verkündet, wer gewonnen hat. Okay, ja, so viel haben wir gar nicht mehr, dann können wir. Ich habe mal direkt Behance aktiviert, Esther. Sehr cool. In 10 Minuten bin ich hier durch, dann können wir mal mit einem spannenderen Schritt weitermachen. Vielen Dank, Tim, auch nochmal für den Link, dass ihr direkt zu der Infografik geleitet werdet. Das kannst du dir ja auch nochmal kurz anschauen, wenn du magst. Und das ist quasi die Infografik mit eben den ganzen To-Dos. Was Typografie angeht, Farben, also da habt ihr einige Freiheiten, was ihr daraus macht. Wichtig ist eben die 5 Punkte, was in eurer Sicht die 5 wichtigsten Eigenschaften von InDesign Illustrator für das Jahr 2020 sind. Da könnt ihr da loslegen. Keine Helvetica, habe ich gerade gelesen. Ja. Die ja immer funktioniert. Irgendwie schon, oder? Ja. So einem Fall jetzt, also wenn jetzt hier nur ein Auge ist, also mit dem Kasten, kann man natürlich, weil du vorhin gefragt hattest, kann man natürlich kopieren einfach. Ja.
letzte Woche, ne? Also hier nochmal Berichtigung mit dem Contest, weil das auch nochmal ein wichtiger Hinweis war von euch im Chat. Ihr könnt ein Jahr lang Adobe Stock Credits gewinnen im Contest. Weil ich erwähnt hatte mit der Creative Cloud, mit dem Abo, was eben beim Giveaway ist. Also beim Giveaway habt ihr ein Jahr lang Creative Cloud Abo. Bei dem Contest könnt ihr ein Jahr lang Adobe Stock Credits gewinnen. Also da nochmal die Berichtigung, dass ihr hier alle die richtige Infos habt. Aber es steht dann eben nochmal in dem Template, wenn ihr euch das runterladet, steht es auch nochmal direkt mit dabei. Genau, Dankeschön, Philipp. Da war nochmal der Hinweis. Also das sind 10 pro Monat, also ein Jahr Adobe Stock Credits, 10 pro Monat. Danke Philipp für deinen Kommentar hier nochmal, genau. Gewinn ist Gewinn, ja. Das ist auch eine tolle Geschichte, ist mit dem Stock, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Und auch nochmal die Frage, ob man Livestream auch im Nachhinein abrufen kann. Ja, kann man. Und zwar auf adobelive.com habt ihr immer entweder eben das Live, also wie es jetzt ist, ein Livestream, oder ihr habt immer die Replays. Und nach einer Session, also wenn wir jetzt hier quasi mit der Session mit Dennis Schuster eben um 16 Uhr zu Ende sind, wird dann der Stream auch gleich wieder quasi dort angezeigt. Dann könnt ihr das nochmal rückblickend anschauen. Also da verpasst ihr nichts. So, jetzt haben wir hier mal so das grobe Grundgerüst. Genau. Ja. So, das ist jetzt das Grundgerüst, mit dem ich dann einfach arbeite. So die Typografie und so, das sind so Details. Oder hier noch so kleine Sachen oder die Kaktus. Kaktusstacheln und sowas. Das können wir alles später noch machen. Bei der Typo müssen wir eh ein bisschen gucken. Da würde ich dann eh Hilfslinien wahrscheinlich auch nutzen. Mal gucken, wie wir das später lösen. Egal, mein Arbeitsprozess wäre jetzt oder ist, ich mache mir eine neue Ebene, lege die hinter die eigentliche Zeichnung. Sagen wir mal, wir färben die einfach weiß ein, sodass ich eine Füllung habe. Mach mir jetzt am besten eine Kopie von diesem Grundgerüst, was ich gebaut habe. Das heißt, wieder eine neue Ebene. An der gleichen Stelle einfügen, Apfel B. So, jetzt habe ich hier eine Fläche im Hintergrund, weiß und meine Outline. Zumindest meine grobe Outline. Wähle alles aus, beide Ebenen offen, auswählen, Objekt, umwandeln. Genau, Fläche und Kontur, also alles umwandeln, sodass es Flächen sind. Es kann sein, dass man das öfter mal machen muss. Hier wird auch noch angezeigt, irgendwie, dass hier irgendeine Outline noch da wäre. Ist hier aber nicht, aus welchem Grund auch immer das immer so angezeigt wird. So, dann gehen wir zum Pathfinder. Genau, und wählen diesen genau, Überlappungsbereich entfernen. Dann entgruppieren. So, genau. Und jetzt haben wir hier quasi eine Füllung drin. Das heißt, wir können das jetzt hier theoretisch mal, so ein Grau. Okay, hat es nicht ganz geklappt, aber wir haben jetzt rein theoretisch fast überall eine Füllung und können die jetzt ziemlich einfach umfärben. Ich würde mir jetzt hier das Schwarz rausnehmen und dann wieder auf eine andere Ebene packen, da drüber am besten noch. Genau. Und jetzt kann ich ziemlich schnell mir einfach die Farben aussuchen, die ich möchte. Das ist hier so ein Schatten unterm Auge. Das Auge wird schwarz sein. Genau. Das wird schwarz sein. Also es ist ein ziemlich einfacher Weg, alles einzufärben. Und jetzt muss ich natürlich hingehen wieder und mir die ganzen Elemente raussuchen und einmal alles anpacken.
Aber nichtsdestotrotz habe ich halt nicht das Problem, dass ich irgendwie alles ausmalen muss. Genau, sondern das heißt, das ist wirklich eigentlich von vornherein alles füllen und dann aber eben schrittweise genau, dann die Bereiche genau rauspicken. Genau, es ist einfach viel, viel schneller als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Lasso oder irgendwie sich das sonst auszuwählen. Jetzt habe ich hier diese ganzen Flächen. Schub, schub, schub. Schon kommt diese Schlange gleich ein bisschen besser raus. Genau. Genau, das ist das Muster der Schlange hier. Das muss alles schwarz. Hast du da Farbvorgaben? Gar nicht, nein. Dann ich denke in dem Fall jetzt. Nee, das ist auch in dem Sinne jetzt kein. Das ist eher ein Job für einen Freund. Ja. Oder für einen Bekannten. Und da machen wir einfach jetzt was Cooles zusammen irgendwie. Die machen echt tolle Produkte. Also das sieht echt immer gut aus und immer tolle Materialien und also die machen wirklich schöne Sachen und deswegen ist es eher so eine Ehre für mich dabei zu sein auch und dann werden die Dinger verkauft und dann teilt man sich quasi die Erlös. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, das höre ich ganz oft von Kreativen. Ich kenne das auch selber, dass man gerade wenn man eben so eine Community hat, so eine Gemeinschaft, dass man da einfach auch mal Projekte macht, die vielleicht jetzt nicht am meisten Kohle bringen, in dem Sinne, ganz krass gesagt. Absolut, ja. Aber eben Spaß machen, wieder frischen Wind reinbringen, dass man da einfach auf jeden Fall unglaublich gute Ergebnisse erzielt und die einen dann ja auch wieder weiterbringen. Das bringt genau. Und oft ist das so, dass wenn jetzt Kunden mich kontaktieren, dass die sich nicht unbedingt meine kommerziellen Arbeiten raussuchen, sondern ich mache natürlich auch digitale Illustrationen für mich irgendwie ab und an. Ich bin ein großer Fan des Siebdrucks halt. Und deswegen mache ich dann auch oft Poster oder so kleinere Editionen, 50 Stück oder sowas. Und wo war ich jetzt gerade? diese Kollaborationen sind unglaublich wichtig. Genau. Also es ist zwar schwer auch natürlich Leute zu finden, die irgendwie zu einem passen und mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Aber es ist wenn man diese Leute gefunden hat, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, als gemeinsam an irgendwas zu arbeiten. Und das sind immer die erfrischendsten Sachen. Genau, das ist einfach, irgendwie ist es toll, auch gerade da mit meinem Kollektiv irgendwie, das macht einfach Spaß. Und manchmal ist es ja auch einfach, kann der Job natürlich auch stressig sein. Ne? Und dann ist sowas wirklich sehr befreiend auch. Und ich denke immer, wenn man mit mehreren an etwas arbeitet, dann entsteht da ja auch viel mehr. Entsteht was ganz anderes, genau. Zum Beispiel, wie ich gibt's einen Hinweis und dann spinnen wir das weiter. Um nochmal wieder auf dieses Bild zurückzukommen, aber ich könnte diesen wundervollen Schrein nicht bauen. Ja. Also ich könnte es einfach nicht, weil ich habe zwar die Skulptur da drin gebaut, dieses Alien da, aber ich könnte es einfach nicht. Oder es würde zumindest nicht so unglaublich professionell aussehen dann, weil das dann wirklich ein schönes, in dem Sinne, Möbelstück. Ja. Genau. Und deswegen macht man dann solche Kollaborationen, weil, man kann nicht alles. Also ich kann halt zeichnen, er kann dafür mit Holz umgehen irgendwie und deswegen denke ich, optimal ergänzen. Man muss nicht alles können, genau. Ja, man muss ja wissen, wo hat man den Ansprechpartner. Ja, genau. Aber deswegen hatte ich sowas auch vorher noch nie gemacht, weil den Ansprechpartner hatte ich vorher nicht. Und ich habe den David, mit dem ich das zusammen gemacht habe, auch einfach, vor 2 Jahren oder so erst kennengelernt. Und jetzt hatte sich durch die Pictoplasma-Konferenz einfach das ergeben, dass man da mal was zusammen machen konnte. Und das hat total Spaß gemacht. Das war anstrengend, aber war echt witzig. Also hat sich wirklich gelohnt. Toll. So. Eine Bereicherung. Hier ist auch nochmal eine Frage. Ja. Und zwar, wie du deine Illustrationen abrechnest, pro Stunde oder pauschal? Gibt es da irgendwas, wo du sagst? Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich habe Tagessätze oder ich habe einen Tagessatz einfach, mit dem ich arbeite. Ja. Es ist aber so, dass ich eigentlich ausschließlich für den amerikanischen Markt arbeite. Das heißt, 80% meiner Auftraggeber kommen aus Amerika, denke ich. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr 2 deutsche Kunden oder so. Also es ist tatsächlich meistens Amerika. Wahnsinn, wie offen das alles ist. Total. Also, dass man überhaupt nicht gebunden ist an einen. Völlig egal eigentlich, ja. und da sind es dann ganz oft, also umso größer die Firma wird, umso öfter gibt es einfach auch festgelegte Budgets für irgendein Projekt. Und dann wird einem das vorgeschlagen und dann passt es oder dann passt es nicht. Meistens passt es bei den Amerikanern, die zahlen tatsächlich ein bisschen mehr für Illustrationen. Jedenfalls habe ich jetzt hier erst einmal alles kopiert, also die Outline-Ebene, das ist die Ebene 4 hier und die Ebene 5, die Füllebene. Und dann
einmal Apfel B, dann liegt das Ganze nochmal wieder dahinter. Und weil ich ja vorhin schon gesagt hatte, dass ich immer so ein bisschen mehr, also die Outline unten ein bisschen dicker mache aufgrund der Schatten und sowas, dann machen wir einfach so. Dann färbe ich alles schwarz ein. Ups, schwarz. Hier auch nochmal, genau, unter Freunden eventuell, aber ansonsten völlig falscher Ansatz für den Berufsstand, weil wir gerade eben das Thema hatten, wenn ihr mit einem Kollegen zusammen einfach ein Projekt habt, was euch gerade von den Inspirationen her, von der Arbeit her einiges bringt, aber eben vielleicht jetzt nicht die Megakohle, krass gesagt, dann nicht falsch verstehen. Also ich bin überhaupt kein Fan von Arbeit, die unterbezahlt ist, gerade als Grafikdesigner. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Logo gestalten soll und ein Kunde kommt und sagt, okay, ich gebe dir einen Fuffi, und damit hat sich das. Also bitte nicht falsch verstehen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Kollegen, mit Freunden, wie auch immer aus der Branche, einfach ein geniales Projekt zu verwirklichen, wenn ihr die Zeit dazu habt, wenn es euch interessiert. Oft bringt das einfach was, weil oft habt ihr dann mehr im Portfolio. Wenn ihr die Zeit dafür nicht habt, weil ihr genügend Aufträge habt, dann ist das ja gut. Und vor allem hat man Dinge im Portfolio, die ja vielleicht einfach mal herausstechen, genau, weil sie mit ein bisschen mehr Liebe vielleicht sogar gemacht sind. Also ich glaube, das macht immer viel aus. Also ich habe das schon ganz, ganz oft gehört, dass dann genau solche Projekte dem Kunden gefallen haben, obwohl es vielleicht auch ein freies ist. Es sind ja auch oft freie Projekte. Also wie du ja auch sagst, wenn du die Zeit hast, dann machst du auch mal was Freies. Sofort, also wirklich. Und ich muss es sogar machen, weil ich sonst, ich kann auch nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen und auch nicht den ganzen Tag irgendwas zeichnen, was jemand anders möchte. Ja. Also das muss, ist, also gerade wenn man zeichnet irgendwie, dann ist das ein unbedingtes Muss, meiner Meinung nach, dass man da den Spaß beibehält auch irgendwie. Ne? Mhm. Weil es ja nun schon auch eine Menge Zeit ist, die man investiert. Und dann soll es ja wenigstens auch Spaß machen. Das stimmt. So, ich färbe jetzt hier schon mal so ein bisschen ein. So die weißen Parts und die schwarzen Parts. Genau, dann doch noch das jetzt mal. Mit diesem Werkzeug einfach so ein paar Schatten rein. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Tiefe. Zum Beispiel jetzt ein Part vom Flügel hier oben, der oberste Teil, und der wirft dann quasi so einen Schatten auf den unteren. Und dadurch hebt sich das so ein bisschen ab. Mal im Chat eine Frage mit dem Live-Paint-Tool. Hast du schon mal das Live-Paint-Tool verwendet in Illustrator? Hat Medienagentur, wird in Design-Media gefragt. Ja. Genau, auch Sebastian genau fragt, warum nicht mit Onestag, hallo, wieder mit dabei, sehr schön. Warum nicht mit dem Live-Paint-Tool? Hast du damit schon mal gearbeitet? Ja, ne, weil ich so halt irgendwie so genau
das alles irgendwie besser kontrollieren kann. Für mich. Mhm. Also natürlich, das würde da auch funktionieren, definitiv. Mhm. Ja, aber da hat jeder so seine eigene Herangehensweise irgendwie. Mhm. Und ich habe mich da auch einfach total dran gewöhnt, so zu arbeiten. Dementsprechend funktioniert für mich irgendwie so besser. Mhm. Genau erklären kann ich es gar nicht. Mhm. Ja, dein Workflow ist auch anders. Absolut. Es gibt über viele Möglichkeiten, ob jetzt Photoshop, ob Illustrator, es führen immer viele Wege zum Ziel. Also gibt es immer viele. Aber das ist eine gute Anmerkung natürlich. Viele arbeiten eben mit der Möglichkeit. Ja. Ich werde auch morgen nochmal ein bisschen was mit dem Tropfenpinsel zeigen. Tatsächlich, das ist jetzt, wie gesagt, nicht die Spannendste. Obwohl, eigentlich ging es ziemlich schnell jetzt, finde ich, dafür, dass ich eigentlich manchmal 2-3 Tage an sowas sitze. haben wir heute nach 2 Stunden vielleicht schon fast die Schatten eingezogen. Das darf natürlich auch kein Kunde wissen, eigentlich. Aber es macht ja oftmals, sage ich jetzt mal, die Idee aus. Ja, die bezahlt wird. Also ja, die Idee, die Herangehensweise, also wie man es dann letzten Endes löst. Manchmal ist es so kompliziert vom Briefing, dass es 3 Tage dauert, manchmal dauert es auch einen Monat, manchmal, also es kommt ja wirklich drauf an. Das ist ja jetzt hier einfach ein sehr freies T-Shirt-Design einfach, was noch nicht mal besprochen ist, auch mit meinem Kumpel. Also der hat jetzt gar keine Ahnung, dass das hier gerade stattfindet auch. Mhm. Aber ich weiß, dass es völlig okay ist. Und ja, ist schon eine schöne Überraschung für ihn. Kriegt er nachher den Link. Der hat schon mal was. Sehr schön. Ja. Genau. 50% schwarz immer, ungefähr. Also das habe ich so nicht als Regel für mich festgelegt. Mhm. So eine 50-50 Mischung irgendwie bei jeder Illustration. Also helle Flächen, dunkle Flächen. Mhm. Das hilft sehr, weil ich ja so ein sehr, sehr... ich nenne es mal bold, dass ich einen sehr, sehr plakativen Stil habe. Mhm. Und genau, da braucht man Kontrast. Und deswegen habe ich immer so ungefähr 50% schwarz drin. Oder halt, was auch immer, was das für eine Farbe. Hier wird hier die schwarze Fläche später. Mhm. Mal schauen. Das Schöne ist, genau, alles was schwarz ist, kann man am Ende ja doch wieder. Das wird sich noch ein bisschen ändern. Genau. Können wir vielleicht morgen auch mal ein paar Tests durchgehen. Mhm. Was am meisten Sinn macht. Ich tendiere natürlich zu so einer Art, natürlich zu den Farben der mexikanischen Flagge. Macht natürlich in dem Fall Sinn. Mal gucken, wie es aussieht. Mhm. Mal schauen. Und oft benutze ich auch Farben, die so ein bisschen gedämpfter sind. Ich benutze meistens kein reines Weiß zum Beispiel. Das macht das Ganze, deswegen sehen meine Sachen immer so ein bisschen so ein bisschen älter aus, wie ich schon sagte, irgendwie meine Inspiration, genau, so ein bisschen verwaschen oder diese meine Vorliebe für so alte Streichholzschachteln, so wie so ein altes, weiß ich nicht, ein altes aztekische Grafik hier. Fast, obwohl es ja eigentlich genau am Anfang so Pixel, also eigentlich eher, sage ich jetzt mal, nichts was so uralt ist, wie jetzt die Altgrafik, also das ist genau, aber trotzdem gibt es dann ja wieder Neues, wenn man da eben ausprobiert. Hier auch recht schön, das ist hypnotisierend, was deine Arbeit. Ja, hier zuzuschauen hat was Hypnotisches, Meditatives, tolle Arbeit, Respekt. Dankeschön. Ja, das ist, schreibt Dirk, wie auch wieder auf die Teppiche zurückzukommen, da, das war schon ziemlich, zen-mäßig, sage ich mal. Hier ist noch eine Frage, ich habe leider nicht ganz verstanden eben, wieso du eine Ebene mit nur einem weißen Hintergrund angelegt hast. Wieso konntest du die Grafik nicht direkt umwandeln? Da komme ich jetzt leider nicht mehr hin. Also, dass du eine Ebene mit nur einem weißen Hintergrund angelegt hast, hast du zusätzlich, wieso konntest du die Grafik nicht direkt umwandeln? Weil sie keinen Hintergrund hatte. Ach so, genau. Ja, genau. Es gab einfach keinen Hintergrund. Das heißt, ich habe erstmal die Konturen gezogen. Also erstmal das Grundgerüst gebaut. Und dann habe ich eine weiße Ebene dahinter gelegt. Genau. Ich kann das mal ganz kurz nochmal demonstrieren. An einem Beispiel. Weil so färbe ich halt meine Sachen ein. Dadurch geht es halt alles viel, viel schneller. Beispiel. Wir machen mal hier eine
Also jetzt nicht, ja. Also ich muss halt vorher, kann ich es nicht mit Füllung machen, weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei dem Bein hier oder bei dem Schnabel, dann hätte ich, wenn ich eine weiße Füllung schon hätte, dann wäre die manchmal draußen, manchmal drin. Also das wäre kompliziert dadurch, wie ich diese Outlines ziehe. Genau, wenn du von vornherein die Outlines quasi mit Füllung gemacht hättest, wäre im Nachhinein viel komplizierter gewesen, als gleich nur Linien zu zeichnen ohne Füllung und dann eben einfach nur einen weißen Hintergrund hinterzulegen. Genau. Und jetzt sagen wir mal, das ist jetzt hier die Illustration, die ich, also dieses Grundgerüst, was ich angelegt habe, hier nur dieser Kasten. Und wenn ich dann mir ein... Das ist natürlich weiß, dann sieht man es nicht. Dann nehmen wir mal hier so ein Rosa. Mhm. So, dann sieht man ja schon. Und dann wähle ich halt beides aus. Wandel das Ganze um in Fläche. Genau. Und dann entgruppieren. Und schon hat man quasi das Ding eingefärbt. Mhm. Also das ist halt, gibt es wahrscheinlich auch wieder 1000 Wege, gibt es auch, natürlich. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich. War das Fabitalismus, war das so hoffentlich jetzt beantwortet? Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wahrscheinlich gibt es aber auch wieder eine smartere Lösung, ich weiß es nicht. So arbeite ich tatsächlich seit Jahren. Hier ist auch von Philipp eine Frage, ob du manchmal fotorealistische Texturen auf deinen Pixelbildern verwendest. Auf den Pixelbildern gar nicht, nein. Mhm. So kommt es schon mal vor. Ich muss sagen, ich bin kein großer Freund der von zu realen Dingen. Gerade in der Illustration nicht. Weil es kann toll aussehen und wenn ich da Leute sehe, die das machen, das ist super. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Delfin zeichne, dann soll der so in Anführungszeichen beknackt aussehen, weil wenn ich einen realistischen Delfin sehen will, dann gehe ich ins Delfinarium. Mhm. Irgendwie. Und also. Oder auch einfach nur fotorealistische Texturen, die jetzt vielleicht mit dem Delfin nicht zu tun haben. Das kommt schon mal vor, tatsächlich. Mhm. Also da gab es dann mal so einen Job, da musste ich dann da so einen Kaffeebecher irgendwie und dann musste da halt so eine Textur drauf, dass es tatsächlich auch wie dieser Becher dieser Firma aussah und dann mache ich das auch auf jeden Fall. Aber bei den Pixelbildern jetzt? Bei den Pixelbildern eigentlich nicht. Da kommt nachher noch so ein bisschen so eine Strichtextur drauf und dann... Mhm. Genau, es soll ja aussehen wie so eine alte Computerspielgrafik, theoretisch. Genau, ja. Das wird hier auch erwähnt. Red Hat Mongo erinnert mich so ein bisschen an Super Mario von früher. Genau. Ja. Genau. Sehr schön. Genau so soll es aussehen. Wie gesagt, hier so, nochmal hier als Beispiel. Aussehen. Hier ist mal so ein Fledermauskopf, der quasi in der gleichen Technik erstellt wurde. Dein Stil, Meditation meets Nintendo. Ja, genau. Oder Entschuldigung, Meditation. Vielleicht können wir auch schon mal hier gucken, dass wir vielleicht so ein freundlichere Farbe nehmen und dann wählen wir die Schlange aus und nehmen vielleicht mal, das ist jetzt bei Weitem noch nicht die, sind das nicht die Farben, die ich verwenden werde, wahrscheinlich im Endeffekt. Mhm. Aber ich färbe jetzt einfach mal ein, damit das Ganze ein bisschen deutlicher, was das hier überhaupt ist. Und dafür, dass hier meditiert wird, sind wir schon ziemlich weit, ehrlich gesagt. Ja, sehr effektive Meditation. Genau. Wahnsinn, was eben vom Anfang an bis jetzt entstanden ist, schon in dieser kurzen Zeit. Das waren jetzt gerade mal so 1,5 Stunden, also knapp überhaupt. Und die Skizze hatte ich natürlich vorher. Ich habe vorhin einen Andreas-Stream gesehen. Er hatte da, am Anfang habe ich leider verpasst, aber er hatte, glaube ich, keine Skizze am Anfang. Das heißt, ich hatte ja dieses... Er hatte auch ganz, ganz grob quasi, was er auch, also wie jetzt du, hier hatte er auch ganz grob was schon ein bisschen vorgezeichnet und das dann quasi nochmal... ein bisschen nachgezeichnet und dann aber eben vektorisiert. Mhm. Aber es also finde ich eben sehr, also ich finde es jetzt sehr faszinierend, muss ich gestehen, weil
Du gerade von der Farbgebung her etc. Es ist ja doch, wenn man sehr nah dran ist, weiß man nicht so recht, was gehört zu was. Ja, ja. Dass du da ganz, ganz treffsicher bist. Also, das ist so, das kommt dann mit der Zeit. Weil für mich war das jetzt ganz viel eben einfach Pixel. Nur so, genau. Und du lichtest das Ganze sehr, sehr schnell mit deiner Farbgebung, dass man da das richtig erkennt. Also das finde ich jetzt schon sehr faszinierend. Da gibt es so... Egal, zeige ich euch morgen. Mhm. Da gibt es so Fotos von mir, dann stehe ich vor so einer riesigen Wänden und dann sieht man einfach nur noch so ein Pixelmeer. Und wenn man dann aber rausfährt, dann erkennt man irgendwie das Motiv. Und das ist schon dann spannend, wenn man gerade auch, wenn man davor steht und so, was das für eine Aufgabe für den Kopf ist, überhaupt noch zu wissen, wo bin ich überhaupt gerade. Ja. Dass man da nicht über. Also gerade mit der Wand stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, weil man da ja Dimensionen hat. Das ist ja Wahnsinn. Das macht's ja gerade interessant für mich. Das ist halt, gerade diese Pixelgeschichte halt einfach so eine Kopfaufgabe die ganze Zeit ist. Ja. Also es hat nicht viel mit Meditation zu tun. Ich muss schon aufpassen. Sehr meditiert ja nicht, er ist hochkonzentriert. Also ist ja eigentlich auch Meditation, ist man ja hochkonzentriert. Normalerweise rede ich auch nicht so viel beim Arbeiten, muss ich sagen. Das machst du aber super. Red Hat Mongo noch die Frage, wenn das jetzt für Nike wäre, könnte man das dann irgendwo käuflich erwerben auf T-Shirts oder so? Ja, natürlich. Ja. Dann auf jeden Fall. Das dauert dann immer eine Weile. Solche großen Firmen, die haben ein bisschen Produktionszeit von, das kann auch mal ein Jahr dauern oder so. Das wird es wahrscheinlich in Hamburg dann geben. Oder in Mexiko. Ich will mal gucken. Ich bin ein bisschen spät dran, weil das ist ja schon ein Monat. Ja. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie noch. Ich hoffe, die kriegen das noch produziert. Aber jetzt kommt dir schon der Vorschlag, kannst du dann in Mexiko kaufen. Das wird doch hoffentlich noch. Und hier auch nochmal der Kommentar. Ich denke, die erste halbe Stunde haben sich alle am Kopf gekratzt, was das wohl werden soll. Dann kam die Erleuchtung. Genau so ist es bei mir auch immer. Schön. Deswegen ist so wichtig, bleibt dabei. Schaut euch das wirklich von Anfang bis Ende an. Oder wenn ihr dann die Möglichkeit habt, es nicht live zu sehen, dann einfach im Nachgang auf adobelive.com könnt ihr es ja erst dann als eine halbe Stunde vorspulen. nein, die Entwicklung muss man ja sehen, das ist das Wichtige. Das stimmt. Dass man da wirklich. Oje, ich hoffe, ich langweile eigentlich hier. Nein, das glaube ich nicht. Laut der ganzen Chat-Kommentare. Ich finde das hoch. Na, dann ist ja alles spannend. Da bin ich beruhigt. Ich freue mich schon auf den Delfin morgen. Oder heute vielleicht noch. Ja. Der wird auf jeden Fall. Achso, könnte man das mal im Gesamten kurz sehen? Dass man da auch nochmal. So weit sind wir jetzt. Genau, und da fehlt jetzt natürlich noch Schatten, da fehlt ein bisschen Licht irgendwie und so weiter. Die ganze Typografie fehlt noch, hier unten noch Typo. Kommt so ein bisschen Hintergrund, da kommt noch so eine leichte Textur drauf. So wie quasi hier, genau, einfach so ein paar Striche und so. Die lockern das immer noch so ein bisschen auf, irgendwie bringen das ein. Ganze so ein bisschen zusammen. Und ja, und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schwarz. Achso, war ich jetzt wieder zu schnell? Vielleicht? Wahrscheinlich. Na, ich glaube, alles gut. Hier war nochmal die Frage, macht deine Technik nicht nur Sinn, wenn man direkt alles in nur einer Farbe einfärbt? Du färbst doch jetzt auch alles einzeln ein. Das war am Anfang. Also am Anfang hast du tatsächlich alles eben in einer Farbe eingefärbt, um dann schneller zu sein, um dir bestimmte Bereiche rauszupicken. Genau, und dann nachzufärben quasi in dem Sinne jetzt. Und ich habe eine Ebene hinterlegen, die ist komplett schwarz. Und das sieht man hier ganz gut. Also das hier ist die Strichstärke, 2 Punkt, von oben. Also von der Seite, von der das Licht kommt. Und unten habe ich halt aber eine Strichstärke von, weiß nicht, jetzt 4. Und das ist diese Ebene. Da habe ich einfach das alles kopiert und ein bisschen nach unten geschoben. Und dadurch gibt es direkt schon ein bisschen Tiefe. Und dadurch sehe ich dann auch, okay, jetzt geht der Schatten rein, theoretisch hier rein und so. Das heißt, das hilft mir ein bisschen bei der Orientierung, dass ich das so mache. Mhm. Genau, und ja, genau. Deswegen fülle ich das so. Man ist immer nur so verwirrt, wenn man so noch nicht gearbeitet hat, weil man immer das Gefühl hat, es ist verpixelt. Ja. Hatte ich jetzt gerade, als du rausgezoomt hast, weil es dann natürlich wirklich so in der Totalen so klein ist, dass man da irgendwie. Das hier, diese Fledermaus, das war halt für die Ausstellung da in Berlin jetzt. Das ist ein Leuchtkasten, den ich habe produzieren lassen. Das sah ziemlich cool auch aus.
Naja, und diese Firma wollte es ja produzieren lassen. Die sitzt in Polen und die haben mir tatsächlich dreimal eine E-Mail geschrieben von wegen, ob alles mit der Datei in Ordnung wäre, weil das ja so verpixelt wäre. Ja. Und die wollten halt auf, die wollten auf Nummer sicher gehen, irgendwie, dass sie halt jetzt keinen Mist bauen. Ja, weil man ist mal kurzzeitig, weil man das halt so drin hat. Wenn man so eine Ansicht ziemlich hat. Möglich, ist, ja. Hier ist noch eine Anmerkung, die unteren drei Schlangenteile, ja. Die hatten wir ja aber schon eingefärbt. Ja, noch nicht ganz. Genau, hier ganz ist... Genau, genau, hier kommen noch. Ja. Das muss noch vor. Ja, da muss ich muss genau. Dann später. Ich bin hier, ich versuche mein Bestes so schnell ja, möglich zu sein. Und Tim meint schon, keine Angst, ist nicht langweilig, ja. Nein, okay. Das meinte ich auch. Dann bin ich beruhigt. Und ach hier, ey. Genau. Danke für die Inspiration. Ich muss los. Photoshop ist angesagt. Bis bald. Ja, viel Spaß. Ja. Auch gutes Gelingen. Genau. Ja. Philipp meint auch, dachte, das wäre jetzt Vektor passiert. Wieso ist hier alles pixelig? Sollte man prüfen, ob das alles richtig ist. Das ist ein alter Computer, daran liegt es. Sehr schön. Ja, das ist ja das. Umso absurder, desto besser, habe ich immer irgendwann mal gelernt. Und ich meine, vektorbasierte Pixel zu bauen, das ist tatsächlich stussig. Aber irgendwie kommt das sehr gut an. Kommt das bei den Leuten gut an. Und Peter baut es dann mit Lego noch. Ja, das war ja hier, das habe ich sehr oft bei der Skulptur gehört. Das ist so wie Lego aussah. Ja, also der Inhalt so, ja. Mhm. Mhm, das stimmt. Das ist ja wirklich auch 1,70 Meter hoch oder so. Das ist riesig alles. Und auch die Dinger hier, das ist 2,30 Meter mal 1,80 oder so. Oh, das waren echt richtig riesige Dinger. Und ganz toller Raum war das auch. Irgendwie. Mhm. Ist leider schon vorbei. Die Ausstellung. Wann war die? Letzte Woche Mittwoch war die Eröffnung während der Pictoplasma-Konferenz in Berlin. Genau, und dann ist immer in Berlin Mitte. Es ist ziemlich spannend. Da sind 12 Ausstellungen, die organisieren in Mitte. Und da ist immer richtig was los. Und dann gibt es noch die Konferenz und abends laufen Animationsfilme und die Leute kommen aus aller Welt. Zum Beispiel war der Sean Chalmers da, ein ganz lieber Kerl, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Der hat 6 Jahre lang an SpongeBob gearbeitet zum Beispiel. Ah, das heißt, es war einer der SpongeBob-Künstler und das war natürlich unglaublich interessant, irgendwie mit solchen Leuten irgendwie sich da. Die Welt. Ja, total herrlich. Also, gut gelacht. Sehr gut gelacht. Oh, sehr schön, Jörg. Vielen Dank. So macht Arbeit Spaß. Schön eine Hochzeit fertig machen und uns zusehen. Geile Arbeit, wenn man das sagen darf. Oh, danke schön. Das ist doch toll. Eine Hochzeit fertig machen. Ja. Klingt auch gut. Dennis, baust du auch gerne Minecraft? Das Witzige ist, dass ich tatsächlich überhaupt gar nichts mit Computerspielen zu tun habe. Also ich habe halt früher Nintendo gespielt und auch noch eine PlayStation 1 besessen, aber dann war es tatsächlich vorbei bei mir. Und kommt tatsächlich häufig die Frage. Oh, gar nicht. Also natürlich nachher noch mal ein bisschen alles noch mal genau angucken, dass das auch ordentlich ist. Aber im Großen und Ganzen sieht das ja schon einigermaßen was aus. Und interessant wird es dann, wenn die Lichter da drauf kommen. Irgendwie. Die auch, das ist alles total eigentlich technisch, theoretisch einfach. Also wenn ich jetzt, ich nehme mir dann hier dieses Linienwerkzeug und sage, natürlich wieder auch schön, alles auf einer Ebene. Sehr gut aufgepasst wieder. die Gefahr. Genau, und also wenn ich jetzt dann zum Beispiel, ich gehe dann nochmal ran und setze unten nochmal überall so ein paar Striche dran. Mhm. Das gibt dem Ganzen immer dann direkt nochmal gleich so eine andere Optik. Also unten quasi so schwarze Strichenlinien drauf.
Das ist ja alles unglaublich intuitiv. Also du hast ja eigentlich am Anfang wirklich nur die ganz grobe Skizze, die du nachbaust, und dann entsteht alles komplett intuitiv. Auch jetzt nicht, ich mache erst den Kopf fertig oder irgendwas, sondern es ist echt so, ja, hier mal und da mal. Ja. Ist aber auch durch Erfahrung und durch viel Ausprobieren. Ja, sehr viel Ausprobieren. Ja. Ich habe so viele Illustrationen gemacht, dass ich mittlerweile tatsächlich echt nur noch, also sehr viel auch so Lizenzen verkaufe irgendwie und so. Da ist einfach so ein Fundus mittlerweile auch an Kram da. Ich bin schon ein paar Jahre damit beschäftigt, muss ich sagen. Also haben wir heute schon wirklich viel gesehen. Angefangen bei der ganz groben Skizze auf Papier. Vielleicht skizziere ich morgen mal auch ein bisschen was. Mal gucken. Ist ja vielleicht auch interessant. Aber jetzt zum Beispiel die Skizze, das hätte jetzt auch eine Stunde locker gedauert wahrscheinlich. Ja. Und das wollte ich euch jetzt ersparen, das Elend. Aber wirklich so ein Aha-Effekt, finde ich. Ja, auch für mich. Auch für mich, total. Wirklich. So, okay, da ist er ja. Ist entstanden. So, und das sieht völlig anders aus als. Das heißt, völlig anders ist übertrieben. Hm? Ja, aber. Das war. Da. Als jetzt irgendwie so die Skizze. Ne? Ach, kannst du das nochmal im Ganzen zeigen? Genau, das ist nämlich wirklich dann interessant, jetzt nochmal so als Überblick. Ups. So haben wir gestartet, wirklich mit einer, sage ich jetzt mal, normalen Skizze, was ja mit diesem Pinselgrafen noch gar nichts zu tun hat. Also echt so eine ziemlich schnelle Geschichte. In Photoshop ist das dann tatsächlich, da kommt ein bisschen drauf an, immer was es ist. Also ich mache auch richtig detaillierte Skizzen irgendwie bei manchen Kunden. Manchmal ist es wirklich nur so ein ganz schneller Strich. Und in dem Fall vielleicht gestern Abend im Hotelzimmer. Dreiviertel Stunde vorm Fernseher quasi so. So mache ich sowas. So wird die Zeit genutzt, genau. Und letzten Endes schaut's jetzt nach, ich sag mal ganz grob, 1 Stunde 45 Minuten. Oh, wir haben uns aber auch mit lang unterhalten. Genau. Also eineinhalb. Genau. Schaut es dann wirklich, also ja, geht schon für mal mich immer. Ein kompletter Aha-Effekt. Wir schauen mal, was morgen dann eben noch anliegt. Da freuen wir uns schon drauf. Also wenn ihr morgen um die gleiche Zeit wieder Zeit habt, schaut einfach wieder rein. Und Dennis Schuster über die Schulter. Das sehr bleibt gerne. Spannend. Wir machen jetzt gleich weiter mit Rufus und den zwei deutschen Creative Residents. Ja. Frauen, die Rosa und die Julia, die sind auch mit in Paris. Euch noch ganz, ganz viel Spaß. Schaut einfach auf adobelive.com. Da werdet ihr gleich weitergeführt zum nächsten Livestream. Und dann sage ich auf jeden Fall bei mir bis morgen. Genauso auch bei Dennis. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß heute noch. Viel Spaß, genau. Bis morgen.